Meine lieben Freunde, ihr wisst ja, ich habe ja hier vorne einen 1,4 Kilowattstunden Heimspeicher, der konstant mit 100 Watt einspeist. Dann habe ich hier einen 2,7 Kilowattstunden Speicher, der dynamisch einspeist, also bis Null Einspeisung. Und den Mentec W2000, der wird ja normalerweise zwischen PV-Panel, die auf der Rückseite angeschlossen werden, also der hat zwei 800 Watt Eingänge, also den kann man mit 1600 Watt laden. Mittels PV, den Akku da drin. Und auf der anderen Seite kann man Wechselrichter anschließen und der feuert dann ins Haus rein. Ich möchte den natürlich nicht draußen mit an meine PV-Anlage klemmen, weil ich habe ja noch eine große PV-Anlage auf dem Dach. Und sowohl diese Anlage, die 1,4 Kilowattstunden Anlage, als auch die 2,7 Kilowattstunden Anlage, die lade ich mit Überschussstrom, ne, von meiner PV-Anlage. Das messe ich, meinen SMA-Wechselrichter, den messe ich aus und schalte die Steckdosen, die Ladesteckdosen entsprechend. Immer wenn genug Strom sozusagen verkauft wird, leite ich den um einmal in den Akku und natürlich in den Akku. Der wird hier mit 330 oder 320 Watt geladen. Der große hier vorne, der 2,7er, der wird mit 650 Watt geladen. Und den möchte ich auch aufladen. Hier hängen natürlich LiFePO-Ladegeräte dran, 20 Ampere und 40 Ampere. Und mit dem LiFePO-Ladegerät wird mal nichts, weil hier hinten hängen ja PV-Module dran. Und diese PV-Module, die müssen wir jetzt ersetzen durch ein Netzteil, durch ein Gleichspannungsnetzteil. Hier habe ich ein 480 Watt Netzteil mit Spannungsanzeige, die ist hier vorne drauf, einem Lüfter, das ist ein Industrienetzteil und ein 48 Volt Netzteil ist das, was ich auch noch regeln kann. Ihr seht, hier vorne ist auch noch ein Poti, da kann ich dann auch noch die Spannung einstellen zwischen 0 Volt und 48 Volt. Wenn ich die auf 48 Volt stelle und plus minus mit diesen Solarkabeln das Netzteil mit dem verbinde, in den PV-Eingang gehe, kann ich den Akku mit 480 Watt aufladen, meine lieben Freunde. Das Einzige, was ihr braucht, ist sowas, ein Stecker. Habe ich von meiner alten Kaffeemaschine abgeschnitten. Hier hinten rein. Liegt alles bei, die ganzen Kabelschuhe, die Quetschschuhe, alles dabei. Und dann habt ihr hier einmal Plus und Minus. Und zwar drei Pfosten mit Plus und drei Pfosten mit Minus. Und da an die Pfosten Plus Minus schließe ich einfach nur die Solarkabel an. Die kommen dann hier hinten rein in den PV1 und dann feuerfrei. Und dann kann ich hier in der Bude ohne Solarpanel mit dem Industrienetzteil genauso wie bei der 1,4 Kilowattanlage oder der 2,7 Kilowattanlage kann ich den jetzt auch aufladen. Ganz normal mit AC-Strom. Da haben wir natürlich gewisse Verluste, weil wir das natürlich aus der Steckdose holen. Aber das ist nicht so schlimm. Das sind geringe Verluste, ist nicht weiter tragisch. Und das pumpen wir dann hier rein. Und nachts kann er dann hier konstant einspeisen, genauso wie der hier vorne. Der 100 Watt, der 100 Watt oder der 200 Watt, der 100 Watt und der da vorne, der füllt nur noch auf, mein Großer. Dass ich dann immer bei Null bin. Insbesondere in der Übergangszeit könnte ich wahrscheinlich damit auch die Wärmepumpe mit diesen drei Systemen hier komplett über die Nacht betreiben. Lass mal rechnen. Ja, müsste eigentlich klappen. Also den Hausstrom komplett deckeln und mit diesen Systemen hier den sogar noch die Wärmepumpe das komplette Haus heizen lassen. Ja, also und alles zu diesen Netzteilen und worauf man da achten muss, werde ich euch jetzt gleich erklären. Lasst uns mal auf die Couch gehen, meine lieben Freunde, nach dem Vorspann. Bis gleich. Tschüss. Kostet übrigens nichts. Fast nichts. Das Ding ist richtig günstig. Und ja, lasst euch überraschen. Also auf die Couch. Meine lieben Channel-Gäste, die eventuell Stammabonnenten dieses Channels werden und ja, der alte harte Kern sozusagen. Ein letztes Video, bevor ich in die USA abzisch, es dauert nicht mehr lange, ich zähle schon die Stunden, meine lieben Freunde, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, ein fantastisches neues Video zu produzieren und ich hatte es euch im letzten Video auch angekündigt, dass ich das tue. In guter alter Tradition hauen wir uns erstmal ein schönes Bierchen rein, in diesem Fall ein Warsteiner. Prost auf alle Gäste und Abonnenten.
Ja, die letzte Woche war frisch, meine lieben Freunde. Und meine Wärmepumpe ist hier am Rumpumpen wie eine große. Ich habe da noch ein paar Optimierungen durchgeführt. Und wenn das jetzt so 3 Grad minus, wir hatten jetzt 3 Grad minus die letzten 4-5 Tage. Also war jetzt mal so eine Woche echt arschkalt draußen. Also minus 1 bis minus 3, in der Spitze sogar fast minus 4 Grad. Und mit Schnee und Eis und allem, was dazugehört. Also die Wärmepumpe ist hier am Reinpumpen und auch am Abtauen wie eine große und funktioniert wunderbar. Die Heizungskurve, die habe ich noch mal ein bisschen angepasst. Also jetzt, es ist noch kalt draußen. Jetzt nagelt er hier, das kann ich euch ja mal sagen. Ich habe das noch mal ein bisschen hochgeschraubt. Jetzt nagelt er hier als Vorlauftemperatur in die Hütte mit 42,1 Grad rein. Rücklauftemperatur ist 38,1 Grad. Ich kann da ja mal einen Screenshot von machen. Zack. Und mit einer Modulation, das kann ich euch hier mal einblenden, und er arbeitet mit einer Modulation von 40%. Also 40% entspricht ungefähr, lass mal gucken, stromseitig, was zieht die Wärmepumpe? Da muss ich jetzt, sagen wir mal, knapp 300 abziehen, 700 Watt. Also die Wärmepumpe zieht jetzt 700 Watt und bekommt die Bude warm. Also das ganze Haus bekommt die Wärmepumpe warm. Also funktioniert ausgezeichnet, aber er zieht natürlich jetzt auch ein bisschen Strom. Also das war ja so, wenn wir Plusgrade haben, denn er läuft ja so mit 26% Modulation, kommt er locker hin, und der Vorlauftemperatur 38, 39 Grad. Damit heizt er mir hier die Hütte auf Kernschmelze. Aber wenn es draußen, also wenn die Temperaturen droppen, dann muss ich natürlich doch ein bisschen ackern. Und das war jetzt ein ganz guter Test. Bin ich ganz glücklich, dass bevor ich in die USA abzisch, ich nochmal eine Heizkurve rumspielen kann, das Ganze noch ein bisschen optimieren kann. Also die Heizkurve, die ich ja eher also flach eingestellt habe, die habe ich ein bisschen steiler gestellt. Also ja, wenn es draußen minus 3 Grad ist, dann muss doch eine bisschen höhere Vorlauftemperatur gefahren werden. Und er ballert erst los mit der Vorlauftemperatur nach oben bis 46 Grad. 46, ja genau, 46 Grad. Und dann pendelt er sich, also bei sozusagen beim Neustart, und dann pendelt er sich ein. Also dann sackt er nachher ab und dann bleibt er irgendwann stehen. Und dann, ja, und dann geht natürlich auch die Leistung runter, bis die regelt er zurück, bis er merkt, oh, die Vorlauftemperatur sackt zu weit ab. Ich muss wieder mehr Leistung geben, und so stellt er sich dann ein. Also es funktioniert ausgezeichnet mit der Wärmepumpe. Jetzt ist nicht mehr die Frage, wie viel ich spare im Vergleich zu Gas. Also es ist nicht die Frage, ob ich spare. So, es ist nicht die Frage, ob ich spare im Vergleich zu Gas, sondern wie viel ich spare im Vergleich zu Gas. Ich hoffe mal, dass ich irgendwo zwischen 500 und 1000 Euro landen werde im Vergleich zu meinem Gasverbrauch. Also das Ding zieht wirklich nicht super viel. Wobei natürlich die Pumpe bei minus 3 über den Tag, na klar, denn also bei minus 3 Grad draußen, also dann ist die schon ordentlich am Rödeln. Dann nagelt die auch mal mit 58% rein. Und dann gehen dann immer mal so 1000, 1200 Watt. Minus mein Hausverbrauch von 280 Watt, die müsste ich davon abziehen. Sagen wir mal 1000 Watt maximal, die feuert er hier in die Bude rein. Und wenn er natürlich abtaut und wieder neu startet, dann geht die Modulation auf 100% damit hoch, damit er möglichst schnell die Bude, die Wärme in die Bude reinkriegt, und dann regelt er wieder runter. Letztendlich unterm Strich kommt da doch ein bisschen was zusammen. Und es ist jetzt aktuell so, den November haben wir fast durch. Ich kann euch das ja mal sagen, oder ich kann euch das mal zeigen. Wir haben jetzt heute den 23. November. Der Tag ist auch schon quasi erledigt. Und wir haben hier einen Monatsverbrauch, das blende ich euch mal ein, von 283,7 Kilowattstunden hat er hier in Wärme und Warmwasser reingepumpt. Und aus den 283,7 Kilowattstunden hat der 923,7 Kilowattstunden produziert. Das ist eine Arbeitszeit, die ist knapp über 3,1, 3,2, glaube ich. Ich kann es nochmal ausrechnen. 923,7, wartet mal. Moment. 923,7 geteilt durch das, was ich reingesteckt habe, 283,7. 283,7, da liegen wir bei einer Arbeitszeit von, ja genau, 3,26, würde ich sagen. 3,26 runden wir mal ein bisschen. Das ist die Arbeitszeit. Das ist gar nicht so schlecht, angesichts dessen, dass der November, also
echt ein frischer Monat ist, also und auch sehr, sehr schlecht. Von der PV-Anlage kam überhaupt nichts in diesem November. Also nicht der Rede wert, 30 Kilowattstunden oder sowas von dem ganzen Monat. Also fast nichts. Ne? Also und das ist schon gar nicht so übel, weil ohne die Wärmepumpe lag ich sonst immer im November, was den Stromzukauf angeht, lag ich bei um den Dreh 180, ja, zwischen 180 und 190 Kilowattstunden. Und jetzt aktuell habe ich hier, das kann ich euch auch mal zeigen, mit Heizung für den gesamten Monat, das blende ich euch auch mal ein, 359 Kilowattstunden. Also das ist der mit Heizung. Und ihr seht ja die Differenz. Übrigens das, was der hier anzeigt in der App, was ich euch eben gerade eingeblendet habe, das ist super genau. Ne? Also das haben andere auch schon mit dem Shelly gegengecheckt. Das stimmt tatsächlich. Das ist die gesamte Anlage, die gesamte Wärmepumpenanlage, Inneneinheit, Außeneinheit, alle Pumpen, die da drin sind, für die Heizkreise. Und das erfasst er hier alles und das stimmt wirklich genau. Also wenn ich dann Shelly installieren würde, dann würde ich genau sehen, dann wäre das auf dem Punkt genau der gleiche Stromverbrauch. Also 283,7 Kilowattstunden hat er hier sozusagen verbraucht, um das Ganze in das ganze Haus zu heizen und auch Warmwasser zu produzieren. Die letzten Tage, wo es zu kalt war, war ich natürlich auch nicht am Spielen. Die Anlage ist draußen vereist und ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert. Den Silent-Modus habe ich ausprobiert. Beim Silent-Modus habe ich festgestellt, nachts, wenn die Anlage vereist, braucht einfach mehr Feuer, mehr Power. Und ich lasse ihn jetzt komplett, ich habe das mal angeschaltet, wieder ausgeschaltet. Also da habe ich ein paar Kilowattstunden, ich weiß nicht, 20, 30 Kilowattstunden durch mein Experimentieren wahrscheinlich verschwendet. Aber ich war hier so ein bisschen am Spielen mit den Einstellungen und den Parametern. Und Silent-Modus bei Minusgraden eine ganz schlechte Idee, weil da kommt die Anlage irgendwann nicht mehr gegen an. Weil die bei im Silent-Modus ist es so, der läuft ja mit der reduzierten Leistung bis 58% Modulation geht der und dann hört er auf. Und der Lüfter dreht auch langsamer, damit es draußen super, also damit die Anlage nicht hörbar ist. Aber auch ohne Silent, so habe ich sie sonst immer betrieben, ohne Silent ist sie auch nicht hörbar, weil er dreht ja gar nicht so hoch. Ihr habt es gesehen, eben gerade in der Einblendung, dass er jetzt mit einer Modulation von 40% arbeitet. Also das ist fast gar nichts. Ne? Der düdelt da nur noch rum, der hält einfach nur noch die Temperatur. Schaut selbst. Jetzt ist er gerade hochgegangen auf 46% Modulation. Eben war es, glaube ich, 40 oder sowas. Na, jedenfalls 46%. Jetzt heizt er wieder ein bisschen zu, weil er gemerkt hat, die Vorlauftemperatur sackt. Und dann geht er gleich wieder runter auf 40. Also er schwankt immer so zwischen 40 und 46%. Öddelt er hier rum. Ne? Also wunderbar. Und draußen ist noch kalt. Ne? Allerdings morgen wird es richtig warm. Also in 6 Stunden werden wir morgens um 3 oder 4 werden wir 6 oder 7 Grad erreichen. Und morgen tagsüber wird es 14 oder 15 Grad warm. Also völlig krank. Von minus 3 Grad jetzt auf plus 14 Grad. Also das sind echt Sprünge. Und die nächsten 1,5 Wochen, was man so absehen kann, liegen wir dann zwischen 6 und 8 Grad Außentemperatur. Und das sind eigentlich sehr gute Werte. Wenn das also über Plus, also über Null ist, dann braucht die Wärmepumpe echt wenig Strom. Wenn es draußen ins Minus reinrutscht, dann muss sie ackern. Also dann zieht die schon ein bisschen mehr Strom. Also was ein bisschen, also schon deutlich mehr Strom. Und das merkt man dann auch und das sieht man dann auch in den Graphen sozusagen von meiner PV-Anlage. Ich track das ja hier alles. Aber unterm Strich ist das natürlich im Vergleich zu Gas gar nichts. Ne? Also wirklich, nein, gar nichts würde ich nicht sagen. 286 Kilowattstunden sind 286 Kilowattstunden. Aber aber da habe ich in dem Monat, was war das? 900 Kilowattstunden Wärme mit erzeugt. Ne? Moment, lass mal gucken. Wir kommen gleich zum eigentlichen Thema dieses Videos. Es dreht sich um die Modifikation. Also ich kann euch auch mal sagen, worum es hier geht. Es geht um diesen Kasten hier. Das ist ein Industrienetzteil für den W2000, für den Mantec W2000. Könnt ihr aber auch an dieses Enker-System, an alle anderen Systeme anschließen. Als PV-Ersatz sozusagen. Was hatte ich gesagt? Beim Energiemonitoring diesen Monat. Er hat, genau, 923 Kilowattstunden hat er für den November bisher an Hitze hier reingepumpt. Und ich habe beim Gasverbrauch, habe ich ja um den 10.000 Kilowattstunden, also zwischen 9.200 oder sagen wir mal 9.500 und 10.000 Kilowattstunden gehabt. Das war ja schon wenig, von 15.000 kam ich da ja. Im Wärmepumpen-Simulationsmodus mit meiner Therme, da war das hier aber auch teilweise 19 Grad oder 18,5 Grad, das wurde hier in einigen Zimmern recht freshy und ist ganz schön runtergekühlt. Das war echt hart an der Grenze und jetzt ist die Bude hier warm, ne? Also das ist echt geil. Und wie gesagt, der November, wo landen wir da? Ich schätze mal bei
1100 Kilowattstunden Wärmeenergie für den November. Naja, dann haben wir ja noch den Dezember, dann haben wir noch den Januar, Februar und März. Ne? Also wir haben noch 4 Monate vor uns. Aber ihr seht jetzt schon, 176 habe ich im Oktober, oder 176 Kilowattstunden habe ich im Oktober gebraucht. Jetzt habe ich 286, der Monat ist auch schon fast rum. Und das ist nicht unbedingt viel an Energie. Ne? Das ist nicht unbedingt viel, was die Wärmepumpe da zieht. Ne? Jetzt haben wir natürlich, der Dezember ist kalt oder kann kalt werden und energieintensiv. Gerade der Januar, Februar manchmal auch, März noch ein bisschen und dann wird es schon wieder, also tendiert das nachher gegen Null. Weil zumindest in einem halben Tag will ich wenn die Wärmepumpe noch laufen sollte, will ich einen halben Tag lang über die PV-Anlage die ganzen Geschichten deckeln können. Apropos PV-Anlage, kommen wir mal zum Thema. Also USA-Urlaub steht an. Schaut bei mir im Channel auf der Hauptseite. Wir werden einen Livestream machen, das will ich dann rechtzeitig ankündigen. Ich bin da so ein bisschen in Termindruck. Also ich habe da nicht ganz so viel Zeit. Ich habe da so einige Planungen laufen. Wir müssen mal gucken. Am 7.8. lass mal schauen. Das wäre ein Wochenende, ne? Im Dezember. Ne? Wann lass uns den Livestream machen? Moment, jetzt muss ich meinen Kalender holen, damit ich mir mal nochmal einen Eindruck verschaffe. Das können wir da ja gleich hier abklären. Kalender, hier haben wir es doch. So, schauen wir mal. Das hier ist der, jetzt nicht, Dezember. Wollen wir am Sonntag einen Livestream machen? Sonntag habe ich auch keine Zeit. Wie machen wir das? Lass uns den 9. machen, meine lieben Freunde. Lasst uns Montag den 9. machen, dann halten wir das mal grob fest. Vielleicht schaffe ich es auch am Sonntag, aber Sonntag, da bin ich ausgebucht. Am 7. bin ich auch ausgebucht. Davor wird es auch schwierig. Lass uns den 9. Dezember machen. Das will ich einstellen. Deutscher Zeit halb 8. Irgendwie so. Das werde ich dann jetzt schon mal irgendwie die Tage einstellen. Und dann machen wir mal einen schönen Livestream. So, kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Videos. Dieses Netzteil hier. Ihr seht schon, hier habe ich schon einen Stecker dran. Dieser Stecker ist von meiner Kaffeemaschine, die mir vor 3 Wochen oder 4 Wochen verreckt ist. Und dann habe ich die Kaffeemaschine weggeschmissen. Aber bevor ich sie weggeschmissen habe, habe ich sie auseinandergeschraubt. Und noch das Netzkabel hier ausgebaut. Die Kaffeemaschine war ja hin, aber dann denke ich, warte mal, das Netzkabel könnte man ja ganz gut gebrauchen. Ein paar Tage später ist das Netzteil eingetrudelt. Ich denke, ey, wunderbar, gut, dass du es nicht weggeschmissen hast. Das kannst du jetzt hier anbauen. Wie gesagt, das ist ein Industrienetzteil. Was will ich damit machen? Damit will ich meinen kommerziellen Batteriespeicher von Mentec, den W2000, aber ihr könnt es natürlich auch für jeden anderen Speicher benutzen, den will ich so wie meine anderen LiFePOs da drüben, meine LiFePO 4 Speicher, da habe ich ja auch 2 Stück laufen, den will ich aufladen über AC. Normalerweise gehört an den Speicher PV-Platten ran. Da 2 Eingänge, die kann man mit 800 Watt kann man da PV-Energie reinjubeln, um den Speicher aufzuladen. Also ein 2,2 Kilowattstunden Speicher eingebaut. Übrigens, der Mantec, der W2000, da habe ich einen Code gekriegt. Wenn ihr das Video anguckt, seht ihr unten in der Videobeschreibung bis Ende des Monats, bis Ende November, könnt ihr auf der Homepage mit meinem Code, den die Chinesin mir zugeschickt hat, auf der Mantec Homepage für 499 diesen Batteriespeicher kaufen. Der ist echt cool. Und dann will ich hier mit 3 Speichern will ich dann hier operieren. Einer dynamisch, also einer füllt nur noch auf bis 0 Watt Stromverbrauch. Und ich werde sie natürlich auch dynamisch aufladen. Am besten ist es natürlich, wenn man immer DC-Quellen anschließt an diese Akkuspeicher. Wie gesagt, Solarpanel. Das muss es dann draußen stehen und am Ende des Batteriespeichers schließt man dann den Wechselrichter an. Also man schaltet den Speicher nur dazwischen. Finde ich ein bisschen ungünstig, möchte ich nicht. Ich bin mit dieser Lösung hier mit meinen LiFePO sehr, sehr zufrieden. Klar, man hat gewisse Wandlungsverluste, das ist aber nicht so tragisch. Und ich habe draußen die große PV-Anlage und dann sage ich mir einfach, okay, ein Teil davon wandert bei mir in meine LiFePO 4 Selbstbauspeicher rein und natürlich jetzt zusätzlich noch in den W2000. Dazu muss ich natürlich aus den 230 Volt Steckdose, muss ich sozusagen ein PV-Modul simulieren. Also das ist ein Wechselstrom, kommt da rein und er haut hier gleich Strom raus. Das ist ein 480 Watt System, also 48 Volt, 10 Ampere. 48 mal 10 ist Watt.
Ne? Dann wisst ihr, wie viel Watt das kann. 480 Watt habe ich getestet, funktioniert auch. Und dieses Teil hier habe ich mir hier besorgt. Ein Industrienetzteil. Das schmeiße ich einfach zu dem Mantec oder auf dem Mantec oben rauf. Das will ich verkletten. Und das kommt dann hinten in die Ecke vom Zimmer. Und dann ist die Sache erledigt. So, allerdings, schaut hier, hier vorne, das ist Wechselstrom. Ne? Also seid da bloß vorsichtig. Das kann man hier hochklappen. Wenn ihr da mit dem Finger raufkommt, dann kriegt ihr voll eine gewischt. Also das, den Bereich würde ich an eurer Stelle nochmal abisolieren oder ein Gehäuse besorgen. Irgendwie ein spezielles Gehäuse. Aber die sind teuer, die Gehäuse. Wir wollen die Kosten natürlich auch niedrig halten. Also ich würde vorschlagen, wenn ihr das hier so eingebaut habt, ich zeige euch nachher, wie es geht, wenn ihr das ganze Netz seitlich fertig habt, isoliert das hier alles ab. Dass ihr auf keinen Fall irgendwie da drin rumpopeln könnt. Solltet ihr Katzen haben oder kleine Kinder, packt das denn so weg, dass da keiner rankommt. Ne? Nicht, dass da ein kleines Kind da rumfummelt mit dem kleinen Finger und ist es dann tot. Ne? Also da kann man schon eine gewischt kriegen. Wie gesagt, das ist ein Industrienetzteil. Aber das Schöne bei diesen Industrienetzteilen ist die Preissituation. Die sind nämlich nicht teuer. Wir gucken da auch gleich rein. Wir nehmen das Ding auch auseinander. Dazu habe ich jetzt hier einen Zettel. Wie nennt sich dieses Industrienetzteil mit 480 Watt Leistung und 48 Volt? Beim Mantec ist es ja so, die PV-Eingänge können zwischen 12 Volt und 60 Volt, das sind ja MPPT-Träger drin, zwischen 12 und 60 Volt können die Eingänge ab und jeder Eingang 800 Watt. Und dann dachte ich mir, naja, 60 Volt ist vielleicht an der oberen Grenze, wollen wir nicht zu sehr belasten. Besorgst du dir ein Netzteil bei AliExpress mit 48 Volt und 10 Ampere, sind 480 Watt und dann ist so ein 2,2 Kilowattstunden Akku. Wenn die Sonne draußen scheint und von meiner großen PV-Anlage beladen wird, ist die in 4-5 Stunden um den Dreh. Wenn sie leer sein sollte, ist sie in 5 Stunden wieder voll. Maximal 5 Stunden. Ne? Eher weniger, weil bei 3 Akkusystemen, die habe ich mir jetzt nun, die laufen hier dann sozusagen ab nächsten Frühjahr parallel, die werden gar nicht leer werden. Was auch gut so ist, dann wird immer nur aufgefüllt. Ne? Und in der Übergangszeit wird natürlich, davon kann ich auch einen Teil der Wärmepumpenenergie sozusagen nachts in die Wärmepumpe reinschieben. Ne? Jo, okay. Ja, 2 Systeme, das Mantec-System, das will ich so einstellen, dass das mit 150 Watt hier reinfasert. Mein anderes System, mein 1,4 Kilowattstunden Fepo mit 100 Watt. Und das, was noch fehlt sozusagen, kommt von meinem dynamischen System, von meinem 2,7 Kilowattstunden mit dem Power Queen Akku. Ne? Jo, da kann man schon mal ein bisschen was reinfasern. Das sind 250 Watt plus 280 Watt, also bis 480 Watt kann ich hier deckeln sozusagen nachts. Gut. Ja, wie heißt dieses Netzteil? Ihr seht es selbst, oder ich könnte da dichter rangehen und dann seht ihr es. Hier oben ist die Bezeichnung. Hier. Dieses Netzteil nennt sich HJS480048. Die 480 stehen für die maximale Leistung sozusagen, die 480 Watt hier rausfasern kann. Und die 48 steht für 48 Volt. Das Ganze ist aber auch regelbar. So, ich will den gar nicht auf Volllast. Hier seht ihr noch so ein Poti. Ich will das Ding gar nicht auf Volllast laufen lassen, sondern ich werde das Teil, sagen wir mal, mit 400 Watt will ich den Akku aufladen. Also nicht mit 480, sondern mit 400 Watt. Das kann man hier über das Poti einstellen. Damit kann ich also die Spannung zwischen 0 Volt und 48 Volt einregeln. So, wenn das Ding natürlich unter Last läuft, bricht die Spannung, das werden wir nachher sehen, bricht die Spannung natürlich ein, aber nichtsdestotrotz haut die 480 Watt raus. Plus eben die Spannung unter Last geht natürlich runter. Trotzdem haut er seine definierte Leistung, haut er raus. Ich werde euch das nachher zeigen. Also er ist einstellbar. Das ist ein adjustable 48 Volt Netzteil von 0 Volt bis 48 ist Maximum mit 10 Ampere, 480 Watt wären das Industrienetzteil. So. Von der Firma Linkoja. Linkoja heißt das Ding, glaube ich. Kann ich euch auch mal einblenden. Linkoja. Was kostet dieses Netzteil, das habe ich natürlich schon getestet, das ist echt gut, das Teil. Hat natürlich auch einen Lüfter, verschiedene Sachen. Hier zeige ich euch gleich, das ist echt geil. Was kostet das Teil? Es kostet bei AliExpress, kostet es $40,31. Ich habe dafür ein bisschen mehr bezahlt. Das ist der Black Friday-Preis hier. Also, wenn ihr so ein Ding haben wollt, bestellt euch das. Das ist also nochmal ordentlich gesagt. Ich habe dafür $45 bezahlt. Liegt mittlerweile im Black Friday-Deal bei $40,31, das ist natürlich ein Blindkauf. Das sind umgerechnet in Euro, der Wechselkurs ist echt scheiße. Also nicht mehr 1,10, sondern jetzt 1,6, also Euro-Dollar-Wechselkurs.
wären aber trotzdem in Euro 38,03 €. Also für 38 Euro habt ihr hier ein 480 Volt Netzteil, wo ihr ein 480 Watt Netzteil, womit ihr ein 480 Watt PV-Panel sozusagen simulieren könnt, um den internen Akku aufzuladen. Ja, es ist dabei auch noch ein externes Poti. Das zeige ich euch nachher noch, falls ihr das Ding mal irgendwie in Gehäuse verbauen wollt oder das irgendwo hinten ran kletten oder wie auch immer und vorne eine Regelung haben wollt, falls ihr euch da was basteln wollt, liegt auch sogar noch ein Poti mit dabei. Und es liegen 9 Kabelschuhe im U-Type bei. Zeige ich euch gleich nochmal die Details. Es ist umschaltbar zwischen, da muss man aufpassen, also bei mir war es richtig, es ist auf 230 Volt hier eingestellt. Man kann es aber auch auf 110 Volt einstellen. Wenn ihr es auf 110 Volt bekommen solltet und baut da einen Stecker ran und steckt das Ding in die Steckdose, dann geht euch das sofort kaputt. Also ihr müsst es auf jeden Fall auf 230 Volt eingestellt haben. War es bei mir auch. Dann hat das Teil noch hier oben eine LED-Anzeige. Die ist hier vorne, zeige ich euch nachher auch. Da seht ihr sozusagen die Spannung, die ihr eingestellt habt. Und hat natürlich alle Sicherheitsfeatures verbaut. Und zwar ein Kurzschlussschutz, ein Überstromschutz, ein Überlastschutz und ein Überspannungsschutz. Alles, was wichtig ist, ist dabei. Und hat noch eine EMV-Schaltung, sprich, es ist ein Industrienetzteil, womit man auch empfindliche Computersysteme mit Strom versorgen kann. Und damit, das muss wirklich echt sauber sein, diese DC-Spannung. Und die ist ganz, ganz gering. Hat eine ganz geringe Rippelspannung, wie sich das alles nennt. DC-Rippel nennt sich das. Also ein ganz sauberes DC-Signal kommt da raus. Damit das Ding eben keine Interferenzen erzeugt, was natürlich kontraproduktiv ist bei empfindlichen Messsystemen, Computersystemen und, und. Also das Ding hat alles das, was man so braucht. So, jetzt gucken wir uns die ganze Geschichte mal von unten an. Also ihr braucht auf jeden Fall für dieses Netzteil, Eingangsspannung ist Netzspannung, ein Kabel. Vielleicht habt ihr noch irgendein Gerät zu Hause, was ein Arsch ist. Dann schneidet einfach das Kabel ab. Aber denkt dran, das muss einer mit Schutzleiter sein. Ne? Das Ding muss mit Schutzleiter versehen sein. Ein Netzkabel mit Schutzleiter. Ganz, ganz wichtig. Also mit 3 Adern. Ne? Der gelb-grüne, das ist der Schutzleiter. Dann haben wir hier noch den blauen. Das ist hier, ja, nur so ein hellblau ist das hier. Das ist der Nullleiter. Und dann haben wir hier noch den braun. Das ist die Phase. So, und wenn ich da jetzt Strom drauf gebe, habe ich hier so einen Klemmblock, 2 Dreieck-Klemmblöcke mit Plus und Minus. Ich kann euch da ja mal so ein Schaltbild einblenden. Da seht ihr das dann auch. Da habt ihr einmal eben den Schutzleiter auf der rechten Seite, den Nullleiter N und die Phase. Ist sie da mit P gekennzeichnet? Ich glaube P. P ist die wohl, oder L. L ist es ja normalerweise. Ich weiß jetzt nicht, ob da P oder L steht. Ich glaube, steht sogar auch L. Das ist die Verdrahtung, also völlig simpel. Zack, ne? Und die Kabelschuhe zum Verschrauben liegen auch noch bei in der Tüte, 9 Stück. So, ich würde mal vorschlagen, ich mache mal aus und dann gehen wir mal runter und dann gucken wir uns dieses Netzteil mal ein bisschen genauer an und zerlegen das auch mal, meine lieben Freunde. Also bis gleich. So, hier ist jetzt das Netzteil. Hier oben seht ihr die LCD-Anzeige, das ist einfach nur eine Spannungsanzeige, wenn man hier an dem Podium dreht, dass man sich die Spannung anzeigen kann. Man kann es natürlich auch messen, ne? Aber ich finde das ganz, ganz witzig, dann weiß man immer, aha, alles klar, ich möchte, dass er 40 Volt rausfeuert, das sind 400 Watt als Beispiel. Wenn das Ding eine gewisse Temperatur erreicht, da ist auch noch ein Temperatursensor drin, irgendwann geht der Lüfter hier an und sieht zu, dass er hier die Temperatur rauskriegt. Hier sind auch überall Schlitze, wo die Luft reinwandern kann. Dann haben wir eben diese Rückseite, was ich euch vorhin schon gezeigt habe. Dazu gehen wir mal ein bisschen weiter raus. So, und dann seht ihr hier schon, hier ist so eine Klappe, die kann man so nach oben klipsen. So, und dann habt ihr hier diese nackten Kontakte. Hier, 1, 2, 3. Und dann seht ihr hier vorne auch schon, warte mal, genau, wenn ich den jetzt wieder runter mache, seht ihr hier vorne auch L, genau, hier steht auch sogar L drauf. L ist die Phase, die ist meistens braun. N ist der Schutzleiter, der ist meistens blau. Und dann haben wir die Erdung, das ist natürlich nicht der Schutzleiter, der Nullleiter ist blau. Und dann haben wir hier nochmal den Schutzleiter, das ist die Erdung. So, und wenn ich da jetzt Strom drauf gebe, würde er gleich loslegen. So, und dann haben wir hier nochmal weitere Anschlüsse. Dann haben wir hier eins, das könnt ihr hier so sehen, wenn ich das jetzt wieder hochklappe. 1, 2, 3, das ist Minus.
Seht ihr hier? V- steht da drauf. Also das ist der Wechsel, der Gleichstrom. Und hier ist Plus. Ne? Da habt ihr 1, 2, 3 Konnektoren für Plus und 1, 2, 3 für Minus. So. Und an diesem Konnektor, wo ich die Schraube so schon so ein bisschen hochgeschraubt habe, an dem Minus, an dem Plus, schraube ich mein Kabel für meine mit meinen MC4-Steckern rein. Also sprich, ich simuliere damit ja ein PV-Modul. Und das stecke ich einfach hinten an den PV-Moduleingang ran von meinem Batteriespeicher und damit lade ich den dann auf. So. Auf der Unterseite habt ihr nichts, da habt ihr Lüftungsgitter, wie ihr seht. Hier auch nichts, hier auch nichts. Und ich habe diesen Umschalter, das möchte ich euch auch nochmal zeigen. Achtet drauf bei der ersten Betriebnahme, steht da auf 230 Volt. Steht hier auch nochmal ein Warnhinweis drauf. Umschalter 110, 220 Volt. Ne? Schaltet ihn auf 230, muss sichtbar sein. Und wenn ihr in den USA sein solltet, könnt ihr den auf 110 drehen. Aber ihr seid ja in Deutschland. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir hier vorne das Podi, das Einstellpodi, wo wir zwischen 0 Volt und 48 Volt einstellen können. Und was liegt noch bei? Dieses Podi, was ihr hier seht, ist hier angeschlossen. Hier vorne. Zack. Diesen Stecker könnt ihr rausnehmen. Und stattdessen, falls ihr das Podi nach außen führen wollt, liegt noch ein Podi dabei. Mit Schrauben natürlich hier, ne? So. Und dann habt ihr hier nochmal ein Podi, was ihr hier hinten reinstecken könnt. Und dann könnt ihr das dann über dieses Podi hier einstellen. Das ging ja auch. Optional. Liegt dem Set auch bei. Finde ich cool. Das war die Geschichte. Und dann habt ihr hier diese Konnektoren, diese U-Schuhe. Passend. Seht ihr das? Da fehlen natürlich schon ein paar. So. Und da habe ich natürlich hier ein verkrimmt hier für den Nullleiter, ein verkrimmt blau für den Nullleiter und ein verkrimmt braun, habe ich doch rot genommen, für die Phase. So, und jetzt würde ich sagen, nehmen wir das Ding mal auseinander. Dazu hat er hier zwei Schrauben, und hat auf der anderen Seite auch noch Schrauben. Nee. Ja, genau, und hier vorne hat er auch noch Schrauben. So, also ich nehm jetzt mal das Oberteil auseinander und das gucken wir uns jetzt mal an. Wie er von innen aufgebaut ist, ist auch ganz interessant, das macht bitte nicht, das ist jetzt nur rein Info. Zerlegen wir das mal. Bin ja immer neugierig und will wissen, was ist in dem Teil so drin. So. Zack. Hier auch noch. Zack. Und dann noch die Stirn. Lass mal gucken, muss ich da alle drei lösen? Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. Ich löse einfach mal alle. Einmal. So, zwei. Mal gucken hier. Nein, brauchen wir nicht alle lösen. Nur die oberen. So, und so sieht das Ganze von innen aus. Und hier seht ihr schon, hier ist der Lüfter angeschlossen. Hier vorne hat man Lüfter. Hier ist die Platine eingeklebt. Die Platine sage ich schon hier. Also die Spannungsanzeige. Und das Ganze ist echt sauber aufgebaut. Interessant ist, wo ist genau? Hier vorne haben wir eine Sicherung. Da jetzt, wo mein Schraubendreher ist. Hier ist eine Sicherung, die flöten geht, falls es irgendwie Kurzschluss geben sollte. Und ihr seht vom Aufbau alles sauber. Also es ist kein Müll. Das sieht alles anständig aus. So, worauf ihr auf jeden Fall achten müsst, vielleicht zerlegt ihr ihn doch, ist, das war bei mir nämlich der Fall, hier vorne ist ein Leistungstransistor, der vom Gehäuse gekühlt wird, hier vorne. Der wird angepresst mit so einem Blech. Und das Blech ist hier unter verschraubt. Das Blech war bei mir lose und das habe ich... Nee, warte mal. Der war fest. Waren die beiden Leistungstransistoren. Hier, genau der hier. Die beiden. Seht ihr das? Ich gehe mal dichter ran. Der war bei mir nicht vernünftig angeschraubt. Die beiden hier. Die waren nicht vernünftig angeschraubt und das war schief und krumm und flatterte da rum. Und das war nämlich hier diese Schraube, genau. Diese Schraube hier vorne. Und da achtet drauf, dass die vernünftig angezogen ist. Ne? Die waren alle lose, die Schrauben. So, ich schraube das jetzt also mal wieder zusammen. Das war alles lose, der ganze Kram hier. So, pass auf. Zack. So.
Und dann schließen wir es natürlich auch mal an den Batteriespeicher an, ne? Als PV-Modul. Das ist natürlich der Vorteil. Ich kann das Ding einfach im anderen Zimmer mit dem Batteriespeicher einfach in die Ecke schieben. Irgendwo ganz tief in die Ecke und dann lasse ich es einfach laufen. Ne? Und dann kommt das hier an eine Tuya-Steckdose und wenn genug Überschuss vorhanden ist, schaltet die Steckdose frei. Ne? Jo. Ne? Und wenn eben nicht mehr genug Überschuss vorhanden ist, dann schaltet er die Steckdose wieder ab. Mit meiner Steuerung. Könnt ihr natürlich auch anders regeln, wie ihr wollt. So. Okay. Schließen wir jetzt hier mal ein Netzteil an, damit wir die Spannung messen können. Ich stelle hier auf 200 Volt. So, und jetzt müssen wir das natürlich hier irgendwie. Hier ist Plus. Zack. Und hier ist Minus. So. So, und dann macht das bitte runter. Klack macht das dann. Das ist denn, dass ihr da mit dem Finger nicht gegen die Kontakte kommt, weil dann kriegt ihr nämlich einige gefeuert, meine Lieben. So, und nun werden wir hier mal Strom drauf geben. Ich habe mir extra eine Verlängerung geholt. Verlängerungskabel. Und dann wollen wir mal gucken, oder will ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. So. Pass auf, jetzt gebe ich Strom drauf. Zack. Und ihr seht schon, 47,7 Volt hat er jetzt hier. Zeigt er auch 47,6. Hier zeigt er 47 Volt am Ausgang. Und wenn ich jetzt hier dran drehe, geht die Spannung runter. Seht ihr das? Ich mach mal Licht aus, dann könnt ihr es besser sehen. So, einmal. Zweimal. So, jetzt seht ihr es besser. 18 Volt. Seht ihr das? Hier vorne. 18 Volt. Hier. So, wenn ich jetzt an dem Podi hier drehe, erhöhe ich dann die Spannung. Das kann ich dann frei einstellen. Ich kann auch bis auf 0 runtergehen. Mach's mal. So, das dauert jetzt ein Momentchen. 8 Volt, 7 Volt. Ja klar, die Kondensatoren müssen sich entladen. 4 Volt, er ist nachher gleich bei 0. Also ist da nichts mehr. Jetzt drehe ich wieder ein bisschen nach oben. Und wie gesagt, unser Eingang, unser PV-Eingang an unserem W2000 kann zwischen 12 und 60 Volt ab. Also stelle ich jetzt hier volle Pulle. Jetzt zeigt er 51,1 Volt an. Das ist eigentlich auch richtig, weil das Netzteil ist eigentlich ein 500 Watt Netzteil. Aber man darf es nie mit 500 Watt betreiben. Man sollte es immer ein bisschen weniger betreiben, damit es nicht am Anschlag läuft. Und vor allen Dingen, wenn da Last drauf kommt, dann sackt natürlich auch die Spannung ab. Also mehr als 480 Watt feuert er auch nicht raus. Ich werde ihn wahrscheinlich mit 450 Watt betreiben. Also irgendwie, mal gucken hier, 40 Volt oder sowas, ne? Oder 41, 42 Volt. Aber ich lasse ihn jetzt mal einfach mal auf Maximum, ne? So, mehr geht nicht. Das ist die maximale Spannung mit 10 Ampere. Allerdings, wie gesagt, wenn wir jetzt hier einen Verbraucher anschließen, der Strom zieht, mehr als 480, 487 Watt habe ich hier noch nicht gemessen. So, ziehen wir den Stecker wieder raus. Habt ihr gesehen? Na? Regelbar. Und so könnt ihr denn die Leistung des Netzteils einstellen, dass ihr dann sagt, ich möchte nur mit 360 Watt meinen Akku laden. Oder ich möchte meinen Akku mit 480 Watt laden. Oder ich möchte meinen Akku mit 400 Watt laden. So, dann ist er ja nach 5 Stunden voll. Ne? So, jetzt ziehe ich meinen Stecker wieder raus. Mach das Licht wieder an. Und letztendlich war es das auch. So, und jetzt gehen wir mal rüber in das andere Zimmer, in das lange Zimmer. Jetzt gehe ich mal wieder hier hoch, hier mit meiner Kamera. Jetzt gehen wir mal an den W2000, den möchte ich hier nicht herschleppen, der wiegt ja 32 Kilo oder sowas. Der ist im Langzimmer und, Moment, ich meine Messstrecken hier wieder abschrauben. Und dann wollen wir mal den Akku laden. Also dann wollen wir mal ein PV-Modul simulieren. Zack. Dann wollen wir mal ein PV-Modul simulieren und uns mal angucken, ob das auch wirklich funktioniert. Ich kann es euch jetzt schon sagen, natürlich funktioniert das. Also das ist ganz einwandfrei. Hier am Plus und Minus schließt ihr einfach ein Kabel an. Irgendein 4 Quadrat, mehr braucht ihr nicht, oder 3 Quadrat reichen auch aus. Also 10 Ampere laufen da nur durch.
3-4 Quadratmillimeter Kabel. Am besten so ein, was schön biegsam ist. Nicht so ein starres, wie ich das drüben habe. Die MC4-Stecker habe ich noch im Zulauf für 1 Euro. Und dann habe ich noch Silikonkabel werde ich dafür verwenden, die bis 200 Grad halten die an thermischer Hitze aus. Aber das ist völlig egal. Interessant für mich ist eben, dass sie sehr weich sind und dass man sie gut biegen kann. Das heißt also, wenn ich das Ding aufs Gehäuse packe, dass ich das Kabel direkt runterführen kann in den PV-Eingang 1. Ne? Hat ja 2 PV-Eingänge, PV1, PV2, 800 Watt und 800 Watt will ich ja gar nicht. Einer reicht aus und dann will ich dann mit 400, also maximal 450 Watt oder 430 Watt werde ich den Akku aufladen. Und ob das funktioniert, werden wir gleich drüben sehen. Dann machen wir jetzt mal einen Testaufbau. Aber bevor wir dazu kommen, ein ganz kurzer Warnhinweis. Die eigentlich nicht der Spezifikation entsprechen. Ihr sollt ja normalerweise an diese Heimspeicher, sollt ihr normalerweise draußen Solarpanel anklemmen. Will ich aber nicht, für so Leute wie der Perle, der schon eine große Anlage hat. Das ziehe ich mir ja einfach aus der Steckdose raus und simuliere mit diesem 38-Euro-Netzteil simuliere ich ein PV-Modul mit einer Leistung von 450 Watt. Und das feuere ich dann da rein, wenn genug vom Dach kommt. Gut. Ihr alle kennt das ja, ne? Wenn ihr meine Selbstbauserie gesehen habt. Das steuere ich ja auch noch alles über Node-RED, die Schaltsteckdose. Also ich greife meinen SMA-Wechselrichter in der Küche ab, jede Sekunde, und lade dynamisch sozusagen, je nach Ausspeiseleistung, lade die Akkus, die beiden 4,1 Kilowattstunden Energie, also ein 1,4er und ein 2,7er, und die laufen ja getrennt voneinander und die steuere ich auch entsprechend getrennt an. Ne? Und wenn genug Strom rausgeht, weiß das meine Steuerung oder ja, rechnet es meine Steuerung aus und sagt, okay, Steckdose an, Ladung starten. Der eine läuft mit 20 Ampere, also knapp 20 Ampere, 330 Watt. Und der große Akku wird mit 630 Watt aufgeladen, mit 40 Ampere Ladegerät. Das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen ja gar kein Ladegerät für den Akku von den W2000, sondern wir brauchen einfach nur eine konstant DC-Stromquelle. Also mit dem Ladegerät kommt da nicht an mit dem LiFePO-Ladegerät, dass ihr denkt, ihr könnt ein LiFePO-Ladegerät benutzen mit 20 Ampere oder 10 Ampere und hinten einfach reinstecken. Das wird nicht funktionieren. Das Ladegerät wird angehen, ausgehen. Weil das Ladegerät erwartet einen Akku, ne? Direkten Zugang zu einem Akku. Und hier ist es so, bei den Heimspeichern, da sind MPPT-Träger drin. Das Ding reagiert quasi wie eine Solaranlage. Und das funktioniert wirklich nur mit dem Schaltnetzteil. Ne? Und ist letztendlich auch natürlich die günstigere Variante, weil ein LiFePO-Lader mit dieser Leistungsklasse, da liegt ihr dann so bei 100, ungefähr ähnlich. Sagen wir mal 30, 40 Euro, wenn es ganz billig werden soll. Aber mit 450 oder 480 Watt, da müsst ihr schon ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Und das braucht ihr nicht. Da könnt ihr ein Schaltnetzteil benutzen. So, jetzt, meine lieben Freunde, ihr habt den Warnhinweis gesehen. Und es ist nicht dafür vorgesehen. Und deswegen muss ich den Warnhinweis raushauen. Wenn ihr euch da irgendwas kaputt macht, wenn ihr euch tötet hier, indem ihr einfach so unvorsichtig seid, wenn ihr diese Dinge hier rangeschraubt habt, schraubt die richtig fest. Und am besten noch mit Isolierband dabei gehen, alles sauber isolieren, dass ihr da auf keinen Fall in die Nähe kommt. Also ich würde vorschlagen, auch hier oben die Schrauben, isoliert die Schrauben ab mit Isolierband und verstrapst die ganze Geschichte. Also macht das alles dicht hier irgendwie, dass ihr da auf keinen Fall irgendwie aus Versehen gegenkommt. Ne? Weil dann kriegt ihr eine gewischt, ne? Und dann seid ihr im Zweifel tot. Ne? Gut, das wollen wir ja nicht. Also wir gehen jetzt mal rüber ins lange Zimmer und dann zeige ich euch, dass es funktioniert. mit meinem PV-Modul Mini sozusagen. Das ist jetzt mein neues PV-Modul, womit wir den Akku laden werden. Gleich drüben. So, ihr Lieben, hier habe ich den Mantec Speicher. Es ist ja so,
Hier kommen die PV-Module rein. Hier steht PV-Input 1, PV-Input 2, 12 bis 60 Volt. Von daher passt das ja in der Range mit 48 Volt maximal. Und auf der anderen Seite kommt ein Wechselrichter ran, der natürlich den Gleichstrom wieder in Wechselstrom umleitet. Oder wenn PV-Module dran sein sollten, dass der Wechselrichter sozusagen das dann direkt durchschiebt. Ne? Also, oder der Ventec, dass die Leistung durchschiebt, wenn der Akku voll ist, in den Wechselrichter rein. Aber es dreht sich jetzt nur darum, euch aufzuzeigen, dass man mit diesem Industrienetzteil den Mantec aufladen könnt. Und bei mir ist es so geplant, der wird bei mir hier in die Ecke wandern, ganz hinten, unter der Blume sozusagen, noch da ist ein kleiner Tisch, da wird das Ding hinwandern und dann klette ich den hier mit Klettband, klette ich den hier einfach hier vorne hin. Und was ich natürlich dazu brauche, sind zwei Kabel, und zwar zwei MC4-Kabel. Da habe ich jetzt hier so Bastelkabel, Bastelstrippen. Die will ich ersetzen. Ich warte noch auf die beiden MC4-Stecker für einen Euro. Und die will ich dann ersetzen durch etwas, weil die sehr steif sind, durch nicht so steife Varianten. So, also hier war Plus und hier schraube ich jetzt Plus rein. So, lass mal gucken. Das Plus-Kabel. Zack, so. Plus. Zack. Und hier vorne schraube ich Minus an, wo Minus ist. So, fertig. Klappe wieder runter. So, hier ist das Plus, hier ist Minus dran. Und die stecke ich jetzt einfach nur noch in den PV1. Warte mal. So, PV1. Zack. Klack. PV1 minus Klack. So, und die sind jetzt hier verbunden und ihr seht, das finde ich scheiße, weil die so starr sind, die Dinger. Ne? Egal. Dann brauchen wir natürlich noch Strom. Strom habe ich auch schon hingelegt. 57% haben wir jetzt hier, wie ihr seht. Und jetzt will ich hier einen Stecker reinstecken. So, und nun seht ihr, 51%. 51% und jetzt 51 Volt und jetzt 41 Volt. So, und jetzt dauert das nicht lange. Schaut selbst. Ihr seht, mit 451 Watt laden wir jetzt hier gerade den Akku auf. Und ihr habt den Lüfter gerade gehört, er ist gerade wieder ausgegangen. Also über Plus und Minus in den PV-Eingang hier unten, wie ihr seht. Ja. PV1, das sind ja diese beiden Strippen hier oben. Hupsala, das sind diese beiden Strippen hier oben. Plus und Minus. Aber die sind sehr steif. Ich werde mir da andere Kabel, weichere Kabel benutzen, flexiblere Kabel. Und wie gesagt, mir fehlen die Stecker noch. Also mit 451 Watt laden wir hier gerade rein. Und er zieht gerade 41, oder er zeigt an, er hat jetzt 41,2 Volt, klar, weil da natürlich Last drauf ist und dann sackt die Spannung ab. Aber ihr könnt es ja ausrechnen, 451 Watt haben wir hier immer noch. So, jetzt könnte ich natürlich hier hingehen und am Podium ein bisschen drehen, die Spannung runterschrauben, mal auf 27 Volt. Das dauert jetzt ein Momentchen. Und dann werden wir hier gleich im Display sehen, dass natürlich auch genau die Ladegeschwindigkeit runtergeht. Also so kann man das dann frei einstellen, ne? Also den Speed. Seht ihr, jetzt haben wir nur noch 266 Watt. Jetzt drehe ich ihn wieder rauf auf Anschlag. Aber ich weiß nicht, ob da was passieren wird. Dazu müsste ich ihn mal ausschalten. Also, oder? Schaltet er dann hoch? Nee, weil der MPPT-Träger, der hat ihn jetzt hier fest im Griff mit den 261. Dazu müsste ich ihn mal ausschalten. Runter geht, aber rauf geht hier nicht mehr. Ich kann aber mal einen Augenblick warten und schauen, ob das wirklich so der Fall ist. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Er bleibt bei den 266, obwohl ich ihn jetzt auf Maximum gedreht habe. Ne. Also, das ist wirklich beim Kaltstart. Oh, Alter. Boah. So, aus. Jetzt zeigt er hier auch gleich in der App an. Aus. Dauert immer ein bisschen, weil die Daten holt er sich, glaube ich, aus China. So, dann springt er gleich wieder auf Null.
So, pass auf. Das ist immer mit ein bisschen Verzögerung, ne? Null. So, jetzt stecken wir wieder ein. Also runter geht, aber rauf geht eben nicht. Da müsst ihr dann einmal neu starten. Und dann bleibt er da auch bei dem Wert. Ne? Jetzt hat er wieder seine 51 Volt und dann schaltet er runter wieder auf 41 Volt. Also ist wieder Last drauf. Durch die Last bricht er auf 41 Volt zusammen, 41,2 Volt. Und er wird gleich wieder anfangen zu laden. Und ich möchte euch das hier auch nochmal zeigen. Hier vorne, seht ihr das? Ja, hier seht ihr das. Genau. Und ihr seht, er lädt hier mit 454 Watt. Das finde ich in Ordnung. Das passt doch. Und das ist ein 2,2 Kilowattstunden Akku. Allerdings, ich glaube, 5% behält er immer noch drin als Sicherheitsreserve. Nutzbar sind davon, glaube ich, 2100 und ein paar zerdrückte Wattstunden. Das würde dann bedeuten, er bräuchte nicht ganz 5, ne? 4,5 Stunden. So, sagen wir mal, in 4,5 Stunden bei der Leistung wäre der Akku, wenn er komplett leer wäre, voll. Ne? Und es ist auch nicht zu viel. Sowas kommt immer vom Dach an Überschuss und dann kann man dann hier eine Überschussladung machen über die Steckdose, wie ihr seht. Wie gesagt, was mir noch nicht gefällt, sind diese beiden Kabel hier. Sehr, sehr steif. Das sind PV-Kabel und die will ich austauschen, wie gesagt, durch schöne flexible und auch kürzere. Die sind auch viel zu lang hier, dass ich das denn hier von hier oben nur hier unten konnektiere. Also 30 cm Kabel. Da warte ich aber, wie gesagt, von AliExpress noch auf die für 1 Euro die MC4 Stecker. Ihr seht, er steigt jetzt auch schon, er ist auf 58% und so geht das dann immer weiter hoch. Gleich wieder bei 59 sein. Und er ist am PV1, hier ist ja der Eingang hier unten, dieser PV1 Eingang, der schafft bis 800 Watt. Bei den Netzteilen bei wirklich 480 Watt ist Schluss. Meine lieben Freunde, und dann werden sie richtig teuer. Ne? Also wenn die noch mehr Power haben, werden die viel größer und werden teuer. Und spannend an dem Netzteil fand ich auch, dass man es auch noch ein bisschen einstellen kann. Ne? Wenn mir jetzt 450 zu viel ist, dann drehe ich hier einfach ein bisschen runter. So. Und starte ihn mal neu. Das war jetzt nicht genug. Da bleibt er jetzt gelockt. So, pass auf, ich habe ihn jetzt ein bisschen runtergedreht. Schauen wir mal. 42. Mal gucken, wie viel dann rumkommt. Also 42,2. Und dann wird er ja gleich ziehen. 34 Volt. Schauen wir mal, was das ergibt. Ich glaube, nehmen wir an 360 oder 350 Watt. 372 Watt, wie ihr seht. 372 Watt habe ich jetzt eingestellt. Und da bleibt er dann auch. Ne? Beim Kaltstart sowieso. Haben wir ja gerade gemacht. Und wenn ihr da eine Veränderung durchführt, müsst ihr immer den Stecker einmal ziehen, damit ihr das dann seht. Weil das Problem ist, der MPPT-Träger denkt, das ist ein PV-Modul und lockt sozusagen die Werte. Ne? Da kann ich dann so viel drehen, wie ich will. Er bleibt einfach in diesem Modus. Ne? Jo, funktioniert das rein. Ist mir fast ein bisschen wenig. Ich würde noch mal ein bisschen mehr geben. Kann ich das auch ein bisschen feinfühliger einstellen? Können wir ja mal machen. Ich gebe hier mal ein bisschen mehr. So, einen kleinen Pups. Dass wir so irgendwie auf 400 Watt kommen, ne? 46 Volt haben wir jetzt. Der kleine Pups, das war doch eine ganze Menge. Jetzt geht auf 37 runter. Also 400 Watt würde ich schon ganz cool finden. Vielleicht haben wir da jetzt auch einen Volltreffer. 409 Watt, ja, wunderbar, 409 Watt. Ihr seht es, funktioniert. Und irgendwie so würde ich das Ding wohl auch laufen lassen. Bei 400 Watt, dann ist der in 5 Stunden voll, ne? Muss ja da nicht mit 405, der muss ja nicht unter Volllast laufen, ne? Und das glaube ich auch nicht ganz so gut für das Netzteil, den damit mit 480 Watt laufen zu lassen, der wird das nicht alt. Also dann regelt lieber ein bisschen runter, dann hat das Netzteil noch ein bisschen Leistungsreserve und wird alt, ne? Ja, 409 Watt finde ich okay. Also an der Einstellung fummel ich nicht mehr rum, damit will ich den dann aufladen. So, und irgendwann wird er nachher jetzt von 58 auf 59% umspringen, Ladezustand. Können wir ja noch einen Augenblick warten. So super lange wird das nicht dauern. Er hat noch seine 58. Hat hier unten auch. Ja, das zeigt er ja gar nicht an, ne? Ne, dafür habe ich noch nicht genug Daten. Ne, dafür habe ich noch nicht genug Daten.
So, und irgendwann springt er auf 59 und dann arbeitet er sich immer weiter hoch, bis er nachher immer noch auf 100% ist. Ne? Und wenn 59, habt ihr gesehen, ist gerade umgesprungen. Und so geht das jetzt immer weiter. Ne? Also tagsüber, wenn die Sonne draußen scheint. Guti, also ich ziehe den Stecker raus, mache die Bildschirmaufnahme aus und zeige euch nochmal die ganze Chose hier. Stecker ist raus. So, den ziehe ich hier wieder raus. Also diese Kabel gefallen mir überhaupt nicht. Finde ich nicht so schön. So kriege ich den hier von Hand hier gelöst. Ja, der hier ist, der ist hart fummelig. Warte mal. Ja, kriege ich auch raus. Also diese Kabel hier, die finde ich scheiße, ne? Hier, diese alten Solarkabel hier, die sind viel zu starr oder so. Ne? Und wie gesagt, diese beiden hier habe ich im Zulauf, kosten 1 Euro, so ein Pärchen. Und dann hole ich mir dann, oder nehme ich mir von, aus meinen Beständen Silikonkabel, ne? Gut, meine Lieben. So. Das war's. Wir sehen uns gleich wieder auf der Couch, meine lieben Freunde, um ein Videofazit zu ziehen und ein paar letzte Worte. Zurück. Peace zurück hier auf der Couch. Ihr habt's gesehen. Also das funktioniert ganz, ganz wunderbar. Ihr müsst am besten trocken erstmal, so wie ich das hier vorhin auf den Tisch gezeigt habe, die Spannung einstellen. Also stellt ihr sie auf 51 Volt, dann nagelt er mit seiner maximalen Leistung ungefähr zwischen 460 und 480 Watt in den Akku rein und dreht ihr ihn auf 41 Volt, den Dreh nagelt er mit 407 Watt rein und dreht ihr ihn noch weiter runter, die Spannung auf 30 Volt zum Beispiel, dann sind es nur noch 300 Watt den Dreh, also immer mal 10. Ne? Also ganz, ganz wunderbar und während des laufenden Betriebs habt ihr gesehen, wenn er sich erstmal mit dem Mantech W2000, wenn der MPPT-Tracker sozusagen sich erstmal eingestellt hat, kann man hier drehen, was man will. Das passiert einfach nichts. Ihr müsst einfach die Netzverbindung ganz kurz trennen und wieder reinstecken, um zu gucken, ob der Wert dann entsprechend stimmt. Und wenn ihr den einmal eingeregelt habt, dann besteht ja kein Grund mehr, hinten an dem Podium rumzudrehen. Dann macht ihr es einfach über eine Schaltsteckdose, über so eine 4 Euro Tuya-Steckdose, wie ich es bei meinem anderen System auch habe, schaltet ihr nur noch an und aus. Also laden an, laden aus. Ne? Und das könnt ihr auch dynamisch machen, zum Beispiel über eine Notrettsteuerung, wenn ihr es komplett auf die Spitze treiben wollt. So mache ich es natürlich auch bei allen drei Systemen. Also dieses Teil hier für 38 Euro ist echt geil. Aber ihr habt gesehen, hier vorne, ihr müsst echt ein bisschen aufpassen, ne? Weil hier liegen wirklich die 230 Volt an. Und das ist relativ ungeschützt. Also passt auf, dass ihr da keine Gewisch bekommt. Und wenn ihr, was ich vorhin schon vorgeschlagen habe, wenn ihr diese Kabel installiert habt, versucht diesen Block hier, diesen Klemmblock, die mit diesen drei Anschlüssen, versucht den zu isolieren. Mit Isolierband, mit Baggeband oder sonst irgendwas. Ihr könnt natürlich auch ein externes Gehäuse kaufen, wo ihr dann sozusagen dieses Poti dann auch noch irgendwie verbaut. Aber dann rechnet sich das Ganze nicht mehr. Also es sollte so günstig wie möglich sein. Und so seid ihr mit 38 Euro dabei. Wenn ihr keine Kinder habt oder sowas, und das raufklettet auf das Gerät und das stellt ihr irgendwo in die Ecke, dann lasst es doch da so laufen. Scheißegal, da kann ja nichts passieren. Aber wenn ihr hinten dran rumfummelt, seid da bloß böse vorsichtig. Ne? Also es ist nicht ganz ungefährlich. Ne? Wir spielen hier immerhin mit Netzspannung rum. Ne? Ja, okay. Für mich Handlungsbedarf. MC4-Stecker kann ich euch auch nochmal einblenden. Habe ich mir bei AliExpress für 1 Euro bestellt. Die ist noch im Zulauf, die MC4-Stecker. Und dann nehme ich einfach irgendwelche Silikonkabel und die kürze ich auf 30 cm und dann kann ich das Ganze auch schön hinten an den Rand stellen und dann das Silikonkabel direkt nach unten legen, einstecken, läuft. Ne? Und dann diese starren PV-Kabel sozusagen ersetzen. Ne? Ja, also grundsätzlich könnt ihr alle Speichersysteme, die kein Netz, wo man den Akku nicht per Netzkabel laden kann, sozusagen so netzfähig machen mit dieser Variante hier. Funktioniert ausgezeichnet. Also wir simulieren quasi nur ein Solarpanel mit eben 480 Watt Leistung. Ne? Achtet da ein bisschen drauf, was euer Eingang, eure PV-Eingänge an eurem Speicher können. Bei dem W2000 gibt es ja überhaupt keine Sorgen. Er hat zwei PV-Eingänge und jeder PV-Eingang zwischen 12 und 60 Volt
dann verknust in Summe 800 Watt. Ne? Also sind wir hier mit bei 48 Volt mit den 480 Watt noch nicht mal an der Leistungsgrenze, noch nicht mal näherungsweise an der Leistungsgrenze von 800 Watt. Funktioniert ausgezeichnet und da habt ihr den Akku, wenn er leer sein sollte, innerhalb von 4,5 Stunden wieder voll. Oder eben 5 Stunden, so rechne ich das. Ne? Also 400 Watt und dann sind 5 mal 400, wisst ihr ja, sind 2000, also 2 kW und dann ist der Akku näherungsweise wieder voll, wenn er leer sein sollte morgens. Jo, also ihr habt es gesehen, von mir kriegt dieses Netzteil, ganz klar, dieses Industrienetzteil, ganz klar ein Daumen nach oben. Das ist echt ein cooles System. Also wunderbar und löst vieles, weil ich möchte auf keinen Fall den Heimspeicher, den W2000, so benutzen, wie es in der Anleitung steht. Also dass ich da direkt PV-Panel anschließe, also die PV-Panel, den Wechselrichter sozusagen abbaue, die PV-Panel an das Ding anschließe und dann an den W2000 auf der anderen Seite vom W2000 wieder den Wechselrichter, also den Mikroinverter wieder anschließe. Ne? Und was will ich da installieren an dem Teil? Ein HM400. Und zwar den HM400 gibt es für 51 Euro. Meine lieben Freunde, schlagt da noch schnell zu. Für 51 Euro, echt krank, das Ding. Und das könnt ihr dann, den könnt ihr natürlich auch, wenn der DTU, schaut meine letzten Videos, mit so einer Selbstbau 10 Euro DTU oder 8 Euro DTU, ist ja nur Plug and Play, könnt ihr den dann auch noch frei einstellen. Ne? Dann könnt ihr dann sagen, also die Begrenzung könnt ihr dann über den Wechselrichter laufen lassen. Finde ich irgendwo ein bisschen sinniger, weil bei dem W2000, da kann man ja nur in 100er Schritten operieren. Und so, wenn man sagen wir mal, ich möchte, 100, dass er 150 Watt ins Haus reinjagt, konstant, dann will ich den W2000 auf 400 Watt oder 800 Watt stellen und die Begrenzung läuft nachher letztendlich über den Wechselrichter, ne? Über den HM400, der maximal 400 Watt kann. Ja, meine lieben Freunde, das war's. Das Video ist hiermit beendet. Ich wollte euch das nochmal zeigen als Option für alle Leute, die eine größere, oder was heißt eine größere, ich habe auch nur eine 4,2 Kilowatt Peak-Anlage plus meine Carport-Anlage. In Summe liegen wir dabei 5 Kilowatt Peak, die ins Netz hier reinfließen. Und auch im Frühjahr, ab Februar, wird auch wieder ein Großteil einfach aus dem Haus raus geschleudert. Und das messe ich und leite es quasi um in die, dass ich die Tuya-Steckdosen anschalte und das aus dem Wechselstrom wieder Gleichstrom macht und dann die Akkus auflädt. Ehe ich das verkaufe, will ich selbst verbrauchen, dann nachts. Ne? Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Das ist also im Grunde genommen ziemlich simpel. Also habe ich euch das mal gezeigt, wie man so ein Speichersystem auch zu Hause mit Netzspannung ganz bequem laden kann. Netzspannung und von eurer schneidet jetzt nicht von eurer Kaffee, von eurer funktionierenden Kaffeemaschine den Stecker ab. Vielleicht habt ihr sowas noch in der Bastelkiste liegen. Also ich hätte fast die Kaffeemaschine mit diesem Kabel weggeschmissen. Gut, dass ich es abgebaut habe, weil eine Woche später habe ich es nämlich gebraucht. Ne? Also brauchte ich mir nichts irgendwie kaufen oder so, sondern ich hatte es noch einfach in meiner Bastelkiste liegen. Ich denke, kann man immer gebrauchen. Und dann nachher kam das Netzteil. Ich denke, ey, wunderbar, das brauche ich ja, das Kabel. Ne? Also prima. Besser geht ja gar nicht. Und hat auch die richtige Länge. Ne? Wandert nachher hinten bei mir in die Ecke rein und wird dann an die Tuya-Steckdose angeschlossen und dann lade ich dann vollautomatisch, wird die Steckdose dann geschaltet und an- und ausgeschaltet, je nachdem, was ausgespeist wird. Und damit lade ich dann mit Überschussstrom den Akku des W2000, des Mantec W2000. Könnt ihr aber auch mit jedem anderen System machen. Solltet ihr, ich weiß nicht, was gibt's denn da, Anker und wie sie alle heißen, wenn die genauso funktionieren, dass man da PV-Panel anschließen kann, anstatt PV-Panel, Netzteil, funktioniert. Ganz, ganz wunderbar. Gut, ich habe es euch gezeigt. So, sollte euch das Video etwas gebracht haben, Spaß gemacht haben, wie auch immer, lasst mal ein Abo da, macht die Klingel an, gebt mir einen Daumen rauf, gebt mir einen Daumen runter, gebt mir zwei Daumen runter, gebt mir zwei Daumen rauf, macht, was ihr wollt. Wir werden uns, das ist jetzt das letzte Video in diesem Jahr, wir werden uns das nächste Mal live in Las Vegas beim Livestream sehen. Schaut einfach mal auf die Hauptseite, die nächsten Tage will ich da einen Termin einstellen. Was haben wir gesagt? 9. Dezember, ne? Warte mal, 8. Ich bin da voll ausgebucht. Ich habe da jede Menge Zeug und Termine. Aber ich glaube, am 9. Dezember, das ist ein Montag, hätte ich Zeit. So. Jo, und bei dem Netzteil, wie gesagt, liegen bei, ne, zum Verkrimpen diese U-Konnektoren. Für die Kabel und eben ein Poti. Ne? Aber das Poti braucht ihr nicht. Also
ich habe auch mal geguckt, ob es da, ihr könntet euch da natürlich noch ein externes Gehäuse rumbauen, ne? Aber das muss dann auch wieder belüftet werden und all so ein Zeug. Lasst es einfach so, wie es ist. Legt das oben rauf, also verklettet das, so würde ich das machen, verkletten. Und hier werde ich auch noch mit Isolierband, werde ich hier alles schön abisolieren, dass die ganzen Leitungen hier, dass da nichts mehr Blankes ist. Ne? Nicht, dass ich da mal durch Zufall aus irgendwelchen Unvorsichtigkeiten da aus Versehen gegenkomme und eine Gewisch kriege. Ne? Das will ich auf keinen Fall. Das muss ich auch noch machen. So, macht es dann genauso. Oder anders, oder wie ihr wollt. Ne? Es bleibt euch ja überlassen. Gut, also, das ist jetzt die dritte, meine dritte Nachteinspeisung. Aufgrund der Wärmepumpensituation werde ich wahrscheinlich mit allen drei Speichern, zumindest in der Übergangszeit, ein Großteil meines Heizbedarfs nachts auch decken können über eingespeicherte PV-Energie aus den Akkus raus. Ne? Wunderbar, ne? Weil in der Übergangszeit wird die nicht groß laufen. Da wird die mit einer Modulation von 26% laufen, 350 Watt. Ja, die 350 Watt habe ich ja wohl über, ne? Bei in Summe 6 Kilowattstunden Speicher, ne? Ja, also ganz, ganz vorzüglich, meine lieben Freunde. So, habe ich sonst noch was? Nee, habe ich nicht. Wir sehen uns voraussichtlich am 9. Dezember in Las Vegas zum Livestream um deutscher Zeit, 19.30 Uhr deutscher Zeit. Lass mal überlegen, 19.30 Uhr. Kriege ich das hin? Ja, habe ich das letzte Mal ja auch hingekriegt. Muss ich ein bisschen früh zum Frühstücken fahren, wieder ins South Point, ins Buffet oder wieder zurück ins Stratosphäre, Livestream machen, ne? Und dann machen wir am 9. Dezember mal einen Livestream und dann bringe ich euch mal die Sachen näher, die sich so in Las Vegas geändert haben. Ne? Jetzt ist ja gerade in Las Vegas die große Formel 1, alle wieder voll genervt, die sind auch schon wieder Monate am Rumbauen und Rumbasteln und alles umbauen. Und wenn ich da bin, werden sie wieder alles abbauen, aber das ist, da brauchen die noch den ganzen Dezember zu, das alles abzubauen. Das werde ich, also die Formel 1 werde ich sozusagen im Nachgang auch nochmal live miterleben, ne? Was zumindest die Demontage angeht. So. Abschließend, das Jahr 2024 ist videoseitig hiermit beendet. Ein Prosit, meine lieben Freunde, dass ihr so fleißig durchgehalten habt. Es erstaunt mich, dass dieser Channel noch nicht abgeschaltet ist. Ich wollte ihn ja eigentlich abschalten. Aber ich habe mir nochmal diese ganzen Sachen angeguckt. Es geht wieder voran, meine lieben Freunde. Ich habe die richtigen Themen. Die Leute klicken den Kram, die Leute gucken den Kram. Und die Abonnenten steigen und die Klickzahlen sind auf einem guten Bereich. Also jetzt ist wieder alles schicki, weil ich hatte im, wann war das, Anfang diesen Jahres, ich glaube im März, April, Mai, hatte ich so ein Loch und habe ich gesagt, so jetzt, ey, mach's nicht mehr lange, schaltest du den Scheiß hier ab. Ne? Aber mittlerweile in der Zwischenzeit habe ich viele, viele spannende neue Themen für euch gefunden. Ja, also geht's jetzt erstmal nach in die USA und im Januar werden wir dann natürlich ein das große Wärmepumpenvideo von der Planung, wie ich an den Heizungsbau gekommen bin, mit der Heizlastberechnung, das werde ich euch alles zeigen. Da will ich euch den gesamten Ausbau der Gastherme zeigen. Da will ich euch den gesamten Einbau der Wärmepumpe zeigen. Die waren ja hier 5 Tage am Rumrödeln. Und das Ganze nochmal ein bisschen beschreiben, auch was da so in die Hose gegangen ist. Es lief nicht alles glatt. Und da waren auch einige echt, in meinen Augen, Idioten dabei. Also der Galabauer, also was ein Idiot, ne? Ich zeige euch das, das habe ich auch gefilmt, was der hier rumgesaut hat, ne? Der hat alles, also das war einfach nur ein Reißer, ne? Ja, der, und da habe ich mit dem auch noch gesprochen, denn, also er war der geilste Magier überhaupt, ne? Also das hat man so rausgehört. Er kann alles, er ist der Tollste, aber letztendlich konnte er gar nichts, ne? Völlig unfähig, der Typ. Galabauer war eine Katastrophe, der war noch ein paar andere Sachen nicht ganz in Ordnung. Da habe ich mich hier bei den Handwerkern ausgekotzt, da wurde ich richtig sauer an einem Tag. Da haben die mir was kaputt gemacht, da wurde ich echt böse. Den Mülleimer hat der Galabauer ja noch versaut, aber das ist mittlerweile reguliert. Ich habe eine neue Tür bekommen, also da wurde ein Kratzer reingehauen vom Galabauer. Und das konnte ich zum Glück beweisen, weil ich ja die ganze Zeit immer am Filmen und Fotografieren war. Und dass er das war. Und der Heizungsbauer hat mir eine neue Tür bestellt und einen neuen Rahmen für meinen Mülleimer, wo der Kratzer denn somit quasi beseitigt ist. Ne? Also das ist alles reguliert worden, also ganz, ganz wunderbar. Ne? Und jetzt warte ich, also nächste Woche kriege ich die 16.500 € Förderung. Und wenn ihr 2025 eine Wärmepumpe haben wollt, müsst ihr die voll bezahlen. Es gibt keine Förderung mehr. Denn wir haben 2025 der Haushalt 2025 steht noch nicht. Und wenn jetzt eine neue Regierung, da kommt zum Beispiel die CDU, dann wird diese Wärmepumpenförderung, diese bis 70%, ich habe ja 55% bekommen,
Die wird es so nicht mehr geben. Ne? Ich nehme an, die wird es überhaupt nicht mehr geben. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das einfach weiter, das ist ja noch von Habeck die ganze Geschichte, von der rot-grünen Regierung, dass sie das in diese Fördergeschichte für Wärmepumpen, dass sie das weiterführen. Das heißt also ab 25, als ab 31.12. könnt ihr keinen Zuschuss mehr beantragen, weil es den dann nicht mehr gibt. Also habe ich wieder alles richtig gemacht. Gutes Timing am Tag gelegt. Ich habe noch die 16.500 mitgenommen. Und in Summe hat mich die Wärmepumpe dadurch dann natürlich, dass sie 35.000 gekostet hat, nur 18.500 gekostet, also 5.500 Euro mehr als eine Gastherme, als eine neue Gastherme. Und ich bin los von diesem scheiß Gas. Und jedes Jahr spare ich, also jetzt erste Prognose, jetzt nach 2 Monaten. Das ist aber alles noch sehr grob. Ne? Jetzt spare ich zwischen 500 und 1.000 Euro, werde ich einsparen, werde ich wahrscheinlich günstiger liegen als mit Gas. Ne? Das sind natürlich eine ganze Masse. Das sind also in 20 Jahren sind das zwischen 10.000 und 20.000 Euro, die ich da einspare. Ne? Also den Preis sozusagen der Wärmepumpe. Ne? Habe ich dann sozusagen wieder raus. Hat sich das Ding dann amortisiert. Ne? Ja, wahrscheinlich sogar noch schneller, weil die Gaspreise steigen ja nächstes Jahr wieder. Richtig massiv. Ne? Ich glaube 25%. Ne? Heieiei, die armen Leute, die mit Gas und Öl heizen. Die tun mir jetzt schon leid. Also da bin ich dann zum Glück durch. Kann natürlich auch sein, dass die Stromkosten noch steigen, aber glaube ich eher nicht. Und vor allen Dingen, es interessiert mich nicht, also die Strom, selbst wenn sie steigen würden, für mich sind die Stromkosten November, Dezember, Januar, Februar, das sind 4 Monate im Jahr, spielen die eine Rolle und der Rest spielt überhaupt gar keine Rolle, weil ich im Grunde genommen, weil dann im Grunde genommen so viel vom Dach kommt, dass ich das alles selbst dass ich selbst nutzen kann, tagsüber, und den Überschuss auch noch in meine Akkus reinhauen kann, um die Akkus nachts zu entleeren. Und jetzt habe ich mit 6 Kilowattstunden habe ich so viel Energie da drüben stehen, dass ich da zwischen, sag ich mal, März und Oktober überhaupt keine Sorgen habe. Ne? Also wunderbar, haben wir alles richtig gemacht. Und dann wollen wir mal gucken, im Januar, dann ist die halbe Heizsaison vorbei, dann ist der Oktober, November und Dezember vorbei. Oktober hatte ich 171 und 176 Kilowattstunden Zukauf. Jetzt liege ich bestimmt bei 350. Im Dezember muss ich noch mal gucken. Und dann sind 3 Monate von den 6 Monaten schon mal um, die halbe Heizsaison. Und dann kann ich schon mal über den Daumen peilen, wo ich denn da ungefähr landen werde. Also bisher stand heute sehr, sehr geil. Aber dieses Jahr ist noch das teure Jahr, weil ich noch in der Optimierungsphase bin. Sie lief hier zu heiß, sie lief mal ein paar Tage zu kühl, weil ich die Heizkurve noch einstellen muss. Das ist alles noch nicht optimal, aber mittlerweile bin ich durch diese -3 Grad, die wir jetzt diese Woche hatten, das war ganz toll, konnte ich natürlich die Heizkurve wunderbar einpegeln. Das ist doch leer. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, egal wie warm oder kalt es draußen ist, habe ich jetzt gute Einstellungen gefunden. Ne? Also den hydraulischen Abgleich kommt im Januar, wie ich den hydraulischen Abgleich noch optimiert habe. Der war nicht ganz optimal. Unten wurde zu warm, hier wurde es eher zu kalt. Und auf dem Spitzboden wurde es auch zu warm, irgendwie so. Da habe ich auf dem Spitzboden ein bisschen weniger Volumenstrom, hier ein bisschen mehr. Und unten in der Stube habe ich auch ein bisschen gedrosselt, den Volumenstrom. Und jetzt habe ich alle 3 Räume auf einem ähnlichen Niveau, also 21,5 Grad. Pendelt immer so zwischen 21,5 Grad, wenn es kalt draußen ist, pendelt das hier rum. Das reicht dann auch aus im Winter, ne? Wenn es wirklich knacke draußen ist. Ne? Knacke kalt, wobei richtig knacke kalt hatten wir es ja noch nicht. Aber -3 Grad ist schon kalt. Ne? Da musste meine Gastherme auch schon so ein bisschen wühlen. Und bei -8 Grad, da muss ich die Gastherme nachher auf eine Vorlauftemperatur von 48, 49 Grad stellen, da hat die richtig Gas verbraucht. Ne? Aber es ist auch bei der Wärmepumpe so, wie gesagt, bei -3 Grad, dann ackert sie auch schon so ein bisschen. Also dann braucht sie auch schon so ein bisschen mehr Strom. Und das ist ja auch in Ordnung. Allerdings im Vergleich zu Gas ist es deutlich weniger. Ne? Wie viel weniger es ist, werden wir im Januar analysieren. Da gehe ich nochmal in meinen Livestreams in Las Vegas nochmal auf dieses Thema, das sprechen wir nochmal an. Damit beschäftigen wir uns nochmal intensiver, da werden wir dann auch nochmal Frage-Antwort machen. Falls ihr Interesse haben solltet an einem Wärmepumpensystem, wie ich das hier alles gelöst habe. Ne? Also ganz, ganz wunderbar. Allerdings muss man sich mit so einem Ding echt beschäftigen. Ne? Und vor allem, was mir auch aufgefallen ist bei der Wärmepumpe, das System läuft träge. Das heißt also, wenn man irgendeine Veränderung durchführt, muss man echt eine Zeit lang warten. Also da muss man gucken, wie wirkt sich diese Veränderung auch in der Heizkurve, wie wirkt sich diese Veränderung letztendlich auf die Raumtemperaturen aus, weil es dauert echt einen halben Tag, bis die Räume da so ein bisschen reagieren. Also die arbeiten sich dann, wenn man mit der Heizkurve steiler geht, die Räume arbeiten sich dann natürlich auch langsam nach oben und pendeln sich dann irgendwann ein. So, und wenn man übers Ziel hinausgeschossen ist, dann muss man es wieder ein bisschen reduzieren. Also man muss sich da so ein bisschen anpassen. Also jetzt habe ich von Plusgraden, also von warmen Plusgraden, die wir ja morgen auch schon wieder haben mit 14 Grad plus, echt krank, da wird die Wärmepumpe wahrscheinlich ausgehen.
und oder nur noch so im Minimalmodus laufen, vielleicht mal 2-3 Stunden, um die Bude warm zu halten, und bis minus 3 Grad. Und ich kann sagen, von Plusgrad bis minus 3 Grad, alles wunderbar. Und dann hat die entsprechend noch Leistungsreserven, ne? Also sie läuft bei minus 3 Grad so mit zwischen 40% und 58% und sie kann bis 100% hoch, ne? Und ja, also der Heizungsbauer sagte, die Wärmepumpe ist so ausgelegt, der nennt sich, glaube ich, Bivalenzpunkt, bis minus 13 Grad kriegt die Bude hier warm. Und ab minus 13 Grad sollte die Leistung der Pumpe eigentlich nicht mehr reichen. Müsste dann mit dem Heizstab zugeheizt werden. Aber wann haben wir mal minus 13 Grad? Also die letzten Jahre hatten wir nie minus 13 Grad. Also muss ich lange zurückdenken, dass wir hier oben an der Küste mal minus 13 Grad haben. Also. Und dann sind es auch nur ein paar Stunden oder lass es 2-3 Tage sein. Und das spielt bei 365 Tagen im Jahr, spielt das überhaupt keine Rolle, ne? Ob der Heizstab 3 Tage dann mal zugeschaltet war, um zu unterstützen noch, ne? Also die Wärmepumpe hat ja einmal produziert die Wärme, also der Heizstab, der ist überhaupt noch nicht angesprungen. Ja, klar, wäre auch erstaunlich, wenn. Also der Heizstab lief zwar schon, aber das war in der Installationsphase, wo die Handwerker hier noch waren. Also da haben die natürlich rumgespielt und getestet, die ganzen Funktionen getestet. Dann, wo die Heizungsbauer weg waren, dann hat er da irgendeine Funktion ausgeschaltet. Das heißt also, die Wärmepumpe draußen war gar nicht aktiv. Und ich war in der Firma, ich denke, Alter, wieso verbraucht mein Haus gerade 9 kW? Weil die Warmwasseraufbereitung die lief quasi ausschließlich über den Heizstab, weil er die Wärmepumpe ausgeschaltet hat. Das kann man auch. Man kann die Wärmepumpe deaktivieren. Wenn sie zum Beispiel kaputt sein sollte draußen, kann man sie in der Steuerung deaktivieren, dass man im Notheizbetrieb operiert mit dem reinen Heizstab. Also man heizt quasi 1:1 elektrisch. Macht überhaupt keinen Sinn, ist total ineffizient. Aber so würde man da nicht erfrieren im Zweifel, ne? Falls einmal die Pumpe kaputt gehen sollte, aus irgendwelchen Gründen oder irgendwas da faul sein sollte. Kann ja immer mal irgendein Teil kaputt gehen, ne? Dann hat man immer noch die Notheizvariante Heizstab. Ja, ist bisher noch nicht angesprungen und ich glaube 9 kW oder 10 kW von diesen ganzen Verbräuchen, die ich euch vorhin genannt habe, sind, glaube ich, oder 12 kW sind rein Heizstab gewesen, aber von der Installationsphase noch, ne? Und ja, und dieser Winter ist, wie gesagt, noch mein Experimentalwinter. Also richtig durchoptimiert ist sie noch nicht, aber ich nähere mich langsam dem Optimum. Also bis 3 Grad habe ich es jetzt im Griff. Und jetzt müssen wir gucken, was passiert bei minus 8 Grad. Muss ich da vielleicht noch mal ein bisschen gegensteuern, dass er die Vorlauftemperatur noch weiter erhöht? Aber ich glaube es eher nicht. Ja, meine Lieben, irgendwo habe ich mein Handy. Wir können ja noch mal einen Blick in die Wärmepumpe werfen. Lass mal gucken, wie viel Grad haben wir denn jetzt hier eigentlich in der Bude? Also draußen haben wir jetzt 2,4 Grad und hier in der Bude haben wir jetzt, lass mal gucken, na gut, jetzt habe ich natürlich meine Heizungslüfter, die habe ich ausgeschaltet. Soll ich sie mal anschalten, dann hört es gleich laufen. Hört ihr das? Das sind diese ganz leise, hört ihr das? Das sind die Lüfter. Das ist wichtig. Die brauche ich, die Lüfter, weil die Konvektion zusammenbricht, weil der so eine niedrige Vorlauftemperatur hat. Unten habe ich jetzt im Wohnzimmer, aber Tendenz noch steigend, 21,4. Oben auf dem Spitzboden habe ich auch 21,4. Und hier auch. Also wunderbar. Habe ich gut eingepegelt. So, und wo liegen wir wärmeseitig? Wir haben jetzt eine Vorlauftemperatur. Augenblick, ich rufe die Daten mal schnell ab. 42,9 Grad Vorlauftemperatur. Der Rücklauf ist bei 38,6. Die Vorlauftemperatur wird gleich runtergehen oder in ein paar Stunden runtergehen, weil es draußen deutlich wärmer wird. Also Heizkurve ist ja schräg. Sprich, geringe Vorlauftemperatur. Bei minus 13 Grad hohe Vorlauftemperatur. Wir sind jetzt bei bei 2 Grad. So, und er wird nachher, wenn er bei 14 Grad morgen Mittag ist, dann wird die Vorlauftemperatur bei 38 Grad liegen oder 37 Grad und dann kriegt die Bude hier locker hochgeheizt. Wobei, ich glaube, bei 14 Grad brauche ich gar nicht heizen. Jo. Und aktuelle Modulation 53%. Es kann natürlich sein, die Modulation ist, finde ich, ein bisschen hoch, dass er wieder vereist ist. Das ist auch interessant, wenn die Anlage vereist, geht er mit dem 52%. Hat gerade wieder zurückgeschaltet. Mal gucken, Anblick. 47%. Er geht gerade runter. Ja, seht ihr selbst. Also die Modulation ist gerade 46%. Ist gerade wieder auf dem absteigenden Ast. Hat gerade
neu angepasst. Also mit 46% Modulation arbeiten wir da. Was ist das für ein Verbrauch? Ja, das kann ich euch auch noch schnell sagen. Wartet mal. Dazu gehe ich hier mal in mein Node-RED. Das ist besser und schneller anspringbar. In mein Node-RED-Dashboard. Okay, die ziehen wir jetzt hier mal ab. Die ganze Beleuchtung ziehen wir ab. Das sind ungefähr 150 Watt. 800 mit 600 Watt läuft die Wärme rum. Um den Dreh. 600 Watt. Und das passt schon, ne? Also 600 Watt ist nicht ganz so viel. Ja, um die Bude warm zu kriegen bei einer Außentemperatur von 2,8 Grad, ne? Also das ist okay, ne? Mit 21,5. Und ich werde hier auch gleich den Pulli ausziehen. Mir ist es hier schon wieder fast ein bisschen zu hotty, ne? Ja, also es funktioniert ganz fantastisch, aber ich bin, wie gesagt, noch ein bisschen am Spielen. Und wirklich rund läuft, also mittlerweile läuft sie rund, aber durch das Spielen. Ich habe gestern zum Beispiel rumexperimentiert, welchen Einfluss das Abtauen hat. Da war ich stehen geblieben. Also wenn die Anlage vereist, na, gestern waren ja minus 2 Grad, aber sie vereist auch jetzt schon oder jetzt noch. Also ab 7, 8 Grad plus wird sie nicht mehr vereisen. Aber bei 4 Grad plus fängt sie schon an zu vereisen, je nach Leistung. Und es ist so, gerade wenn es kalt draußen ist und eine hohe Luftfeuchtigkeit, dann wird das hier natürlich alles weiß. Na, und da bildet sich so ein riesen Eispanzer. Und dann kriegt er da nicht mehr richtig die Luft durch die Lamellen gezogen. Klar, weil das natürlich sich zusetzt durch das Eis. Und dann fängt er an, die Leistung hochzuschrauben, um das zu kompensieren. Dann merkt er, die Vorlauftemperatur sackt ab, ich brauche mehr Leistung. Dann geht er mit der Leistung nach oben und merkt, die Vorlauftemperatur sackt noch weiter ab. Ja klar, weil er überhaupt nichts mehr durch die Wärmepumpe durchkommt, weil die hinten verstopft ist durch das Eis. Dann geht er noch höher und irgendwann sagt er sich, das kann nicht angehen, das kann nur bedeuten, dass die Anlage hinten vereist ist. Und dann geht er in einen Enteisungszyklus. Dann pumpt er da hinten heißes Wasser rein durch den 13 Liter Pufferspeicher, der in der Inneneinheit ist, und wahrscheinlich auch das Heizungswasser, und das pumpt er da durch. Und in Lichtgeschwindigkeit sieht man dann da hinten, wie das Eis verschwindet und das Wasser da runter plätschert. Und eine Minute später hört man im Gully, da ist ja meine Anlage angeschlossen mit so einem Rohr unterirdisch, höchst im Gully plätschern, wie das Wasser da in den Gully reinplätschert. Alter Schwede, da geht richtig viel Wasser. Also wenn der enteist, das ist nicht nur ein paar Tröpfchen oder sowas. Das ist, also ich weiß nicht, wie viel Liter der da produziert. Das hört sich da im Gully echt heftig an, ne? Als wenn da jemand 10 Liter einmal reinkippt, ne? Also echt krank, ne? Und ja, und dann startet er wieder neu. Und das ist spektakulär, wenn er da neu startet. Also wenn er ein Eis fängt, dann dahinter an zu qualmen, ne? Klar, weil der da 40 Grad oder 45 Grad heißes Wasser da durchschaufelt, ne? Und er fängt dann da hinten an zu räuchern. Also hinten an den, da wo das Eis war. Als wenn das Eis sozusagen, ja, als wenn das Wasser verdampft, ne? Ja, verdampft wahrscheinlich auch durch die extreme Kälte da draußen, ne? Und dann fängt er hinten an zu qualmen. Und wenn er mit dem Vereisen fertig ist, dann braucht er einen Augenblick und dann springt der Lüfter wieder an. Alter Schwede, dann nagelt der Lüfter da vorne so, der Fognebel des Grauens, eine riesen Nebelwand aus der Maschine raus, ne? Also, ja, das ganze feuchte, die ganze feuchte, heiße Luft, die da drin ist, die da am Verdampfen ist, die jagt er dann in einen so einen riesen Schwall raus und dann läuft sie wieder ganz normal an, ne? Dann läuft er mit 100% nach dem Enteisen, klar, um schnell wieder auf Temperatur zu kommen, weil dann die Vorlauftemperatur bei 27 oder 25 Grad abgesackt ist. Ja klar, das ganze Heizungswasser ist da draußen kalt geworden, ne, durch diese Enteisung. Und das muss er dann erstmal wieder kompensieren. Und dann läuft er dann, ich sag jetzt mal, 20 Minuten, eine halbe Stunde mit 100%. Der nagelt da auch 1,9 Kilowattstunden weg. 20 Minuten oder 25 Minuten. Und dann hat er nachher wieder seine entsprechende Vorlauftemperatur. Oder wenn er in die Nähe kommt, dann fängt er wieder an, runter zu regeln und sich einzuregeln, ne? Also heute Nacht hatte er die Anlage bei minus 3 Grad dreimal enteist, ne? Das geht eigentlich noch. Dreimal da ist. Ja. Und das funktioniert vollautomatisch und das erkennt er, wie gesagt, über die Erhöhung der Leistung und einer fallenden Vorlauftemperatur. Dann weiß er ganz genau, bei der Leistung müsste die Vorlauftemperatur steigen. Sie sackt ab, auch im Rücklauf. Und das misst er, glaube ich, beides. Und dann sagt er, alles klar, es kann nur daran liegen, dass hinten alles vereist ist. Und dann beginnt er seine Enteisungsprozess. Ne? Vollautomatisch. Ne? Kann man aber auch, habe ich gestern ein bisschen rumgespielt, weil ich eben mal was testen wollte. Manuell an der Inneneinheit kann ich auch zwischendurch meine Enteisung starten. Und wenn das mal wirklich knackig kalt draußen ist, dann zeige ich euch das mal. Das ist natürlich ganz gut. Dann kann ich die Kameras da hinstellen, auf Aufnahme schalten, dann renne ich nach innen und sage jetzt enteisen. Und dann zeige ich euch mal den gesamten Enteisungsprozess. Spektakulär, meine lieben Freunde. Das ist was für die Augen, das ist was für die Optik. Ja, da passiert was, meine Lieben. Also die Anlage lebt, ne? Ja. Und diese ganzen Spielereien, auch mit dem Enteisen, das kostet natürlich auch Energie, ne? Und
ja, das sind so Sachen, die eigentlich überflüssig sind. Die sind meiner Spielerei geschuldet, weil ich will die Anlage natürlich auch verstehen und mittlerweile habe ich sie auch verstanden. Ich hab hier auch schon mit Pumpen, also mit Pumpendrücken schon rumexperimentiert, mit Millibar. Der Pumpendruck ist hier 240 Millibar und den habe ich mal auf 300 gesetzt, aber auch reduziert, um mal zu gucken, der Pumpendruck, welche Einflüsse hat er hier? Und wenn ich hier auf 400 Millibar gehe, dann fangen die Heizkörper an zu pfeifen. Also nicht zu pfeifen, also zu rauschen. Denn, weil dann pumpt er so viel Wasser durchs System, dass das schon wieder negativ ist, weil das Wasser gar nicht die Zeit hat, abzukühlen. Das heißt, die Vorlauftemperatur steigt natürlich. Und genau diese ganzen Geschichten, die wollte ich mal ausprobieren, was eine Veränderung dieses Parameters, was das letztendlich bewirkt, ne? So, Optimierungsphase, ne? Also, Jugend forscht ist das alles hier so ein bisschen bei mir. Das kostet natürlich alles Energie, was ich hier mache. Aber für mich ist es eben wichtig, um das ganze System gut zu verstehen, ne? Um auch später mal angreifen zu können, falls nochmal irgendwelche Optimierungsmöglichkeiten vorhanden sind. Aber die Anlage läuft schon sehr, sehr optimal, ne? Also mittlerweile, ne? Und ich hatte das ja damals schon gesagt, dass das erste Heizjahr das Optimierungsjahr ist, ne? Also wo ich die Anlage so ein bisschen hin optimiert, bis minus 3 Grad habe ich sie jetzt optimiert und das funktioniert auch alles ganz wunderbar. Jetzt, was noch fehlt, ist eben die ganz extremen Temperaturen, minus 8 Grad, minus 10 Grad. Mal gucken, wie weit man das auf die Spitze treiben kann, ne? Wie weit die Wärmepumpe klarkommt und vor allen Dingen, wo der Stromverbrauch dann nachher hinrennt, ne? Bei minus 10 Grad. Also dann ist sie bestimmt richtig hart unter Last am Rödeln hier, ne? Und aber jetzt mit, wie gesagt, was hatte ich gesagt, 600 Watt, ne? Jetzt mit einer Modulation von 46% mit 600, 700 Watt den Dreh an Verbrauch kann ich gut leben, ne? Also eher tendenziell eher 600 Watt, ne? Und wenn der auf 26 oder 27% runtergeht mit der Modulation, dann verbraucht sie nur noch 350 Watt. Das ist ja fast gar nichts, ne? Also schon cool, ne? Das wird morgen wahrscheinlich der Fall sein. Morgen wird sie auf absolutem Leistungsminimum operieren, ne? Und wenn das noch weniger wird als 26% Modulation, dann schaltet er ab. Dann würde er ins Takten kommen, aber das habe ich dann wirklich bei extrem hohen Temperaturen draus. Ne? Dass er dann 2 Stunden läuft und dann schaltet er wieder ab. Dann läuft er wieder 2 Stunden und schaltet ab. Aber das hast du wirklich nur bei den Extremtemperaturen. Bei 15 Grad, wenn du dann nochmal vielleicht 2-3 Grad in die Bude reinbringen willst, ne? Dann lass ihn doch da eben modellieren. Also große Probleme mit Takten habe ich mit der Anlage nicht. Das sieht man hier dran. Ich kann euch ja mal sagen, sie läuft seit Anfang August. Wie viel Takte sie schon hat? Augenblick. Das finde ich bei Energiemonitoring und da ist das genau aufgelistet. Gib mir mal einen Moment. Da haben wir es doch. Also sie hat in Summe schon verbraucht seit der Installation seit August 565,9 Kilowattstunden. Damit ist alles an Wärmeenergie gemeint, Warmwasserenergie gemeint, alle Pumpen gemeint, den Strom für die Inneneinheit, den Strom für die Außeneinheit, alles komplett, ne? Und diese Werte stimmen, ne? Das ist also wirklich unglaublich, weil ich weiß, dass daher, also die Bosch und die Buderus-Systeme sind sehr, sehr exakt, weil viele Leute sich an Shelly eingerüstet haben und das über Shelly messen. Nur die reine Wärmepumpe Inneneinheit und Außeneinheit. Auf den Punkt genau, ne? Also wie gesagt, 565,9 Kilowattstunden seit Anfang August. Sie läuft seit 8. oder 9. August. 565,9 Kilowattstunden und an Wärme ist dabei rumgekommen. Nee, 565,9 Kilo, das könnte ich euch mal einblenden. Können wir mal drüber reden, Augenblick. Kommt doch noch nicht auf. So, pass auf. So, schaut euch das an. Der Zuheizer sind die 9,3 Kilowattstunden. Das war das, was ich vorhin erzählt hatte, wo der Installateur da die Wärmepumpe ausgeschaltet hat, wo das Ding nur noch rein über den Heizstab lief. Das habe ich zum Glück rechtzeitig rausgefunden. Und 2-3 kW oder 2 kW von den 9,3 waren bei der Installation, haben sie auch im Strom gespielt mit dem Heizstab, um ihn zu testen, ne? Also 9,3 Kilowattstunden. Also seit August ist der Heizstab nie angesprungen. Ja klar, logisch. Die Wärmepumpe hat eine Strom genommen, 556,6 Kilowattstunden. Die Gesamterzeugung, die Wärmepumpe, hat 565,9 Kilowattstunden in Summe an Strom gezogen. Das gesamte System oder aus der Umgebung hat er mit diesen 565,9 Kilowattstunden 1268,9 Kilowattstunden kostenlose Wärmeenergie sozusagen aus der Luft gezogen, was auch bei minus 3 Grad macht. Auch bei minus 10 Grad zieht er sich auch noch aus der Luft, aber dann ist nachher der Temperatur so extrem, dass die Arbeitszahl unter 3 rutscht, ne?
Habe ich, glaube ich, heute. Heute bin ich bei 2,9 nur, ne? Weil, durch meine Spielereien aber auch. So, also in Summe sind es natürlich dann, seht ihr unten, Gesamteffizienz 1834,8 Kilowattstunden mit meinen ganzen Spielereien. Das ist alles mit drin, ne? Also verbraucht ihr, dann braucht ihr nur die 1834,8 geteilt durch 565,9 und dann habt ihr die Arbeitszahl seit Mitte oder seit 9. August, ne? Bis jetzt Ende November, ne? Das ist nicht viel, ne? Also 2000 Kilowattstunden, jetzt runden wir mal auf 2000 Kilowattstunden an Wärme sozusagen hat sie mittlerweile erzeugt. Jetzt kommen wir zu den Starts. Warmwasser, 89 Starts, jeden Tag macht die Wärmepumpe einen Start, um Warmwasser zu machen. Das mache ich ja immer um 13 Uhr, wird immer Warmwasser erzeugt. Und die Heizung hat 101 Starts. Und daran könnt ihr schon sehen, pro Tag ein Start für Warmwasser. Das heißt also 89 Tage läuft die jetzt im Grunde genommen. Und die Heizung hat 101 Starts. Also sie hat ein bisschen mehr, klar durch meine Spielereien. Ne? Wenn ich mal extra abtau, dann schaltet sie unter Umständen aus und all so ein Scheiß. Ne? Also dann kommt immer nochmal ein extra Start, ein Stopp und ein Start dazu. Das sind meine Spielereien. Im Grunde genommen läuft sie quasi durch, ne? Ohne zu stoppen. Ne? Also sie stoppt nach der Warmwasseraufbereitung, stoppt sie einmal und dann startet er auch. Das heißt also bei 89 Starts für Warmwasser sind also auch 89 Starts für die Heizung wieder mit drin. Ne? Gut, ne? Also die Heizung wird einmal gestartet, aber dann, genau, Heizung wird einmal gestartet und am Ende der Warmwasseraufbereitung startet nachher der normale reguläre Heizungsbetrieb. Also Warmwasser und Heizung müsste jeweils quasi parallel laufen, wenn sie nicht takten würde. Ich habe ein paar Takte mehr, aber das ist echt, das ist echt wenig, ne? Also sie taktet quasi überhaupt nicht. Und wenn sie taktet, dann bin ich schuld, weil ich wieder an der Anlage rumfummel, ne? So, und dann kann man noch die Daten herunterladen. Also sieht ganz gut aus. Und wenn ich jetzt hier, Moment, ich gehe jetzt mal in die Gesamteffizienz. Braucht ihr das nicht ausrechnen. So, die Gesamteffizienz ist, seht ihr hier, 565,9, 1268,9 Gesamtenergie, Gesamtheizenergie sind 1834,8 Kilowattstunden hier in die Hütte geflossen. Von 9. August bis jetzt quasi Ende November oder fast Ende November. Das entspricht 31% habe ich an Strom reingesteckt und 69% habe ich aus der kostenlos aus der Luft bekommen, ne? Also hat er, ne, kostenlos aus der Luft gezogen. Das entspricht einer Arbeitszahl genau, hier seht ihr das. Das entspricht einer Arbeitszahl von und das andere, warte mal, da gehe ich auch noch wieder zurück. Gesamt. Details. Pass auf. Zack. Detailansicht. Ne, Detailansicht will ich nicht. Ja. Und hier noch ein Screenshot. So, und das entspricht einer Gesamteffizienz von 3,3. Das ist schon mal gut. Mein Heizungsbauer hat gesagt, er hat sie so berechnet auf 3,8. 3,3 im August war es noch einigermaßen okay. September wurde schon ein bisschen frischer. Ab 1. Oktober, also über die Hälfte der Zeit, läuft sie hier im Heizbetrieb rund um die Uhr. Ne? Und da waren echt kalte Tage. Der November war echt frisch. Ne? Und vor allem die letzte Woche war echt frisch. Und 3,3, das passt dann schon. Aber das ist ja noch nicht die Jahresarbeitszahl. Weil die Wärmepumpe wurde quasi zur Heizsaison, passend zur Heizsaison installiert. Jetzt wird es natürlich spannend, weil die Arbeitszahl geht natürlich nach oben, wenn es draußen wärmer wird. Also ab Februar, März, sagen wir mal, ab März, April, Mai, Juni, Juli und dann kommt ja wieder der August. Also 6 Monate wird es ja deutlich wärmer und dann wird die Jahresarbeitszahl natürlich noch steigen. Weil je wärmer es draußen wird, morgen zum Beispiel 14 Grad, dann läuft sie natürlich extrem effizient, weil aus der warmen Luft draußen oder aus der wärmeren Luft hat sie wesentlich weniger Probleme, Energie zu ziehen. Ne? Also je kälter es wird, desto größer wird der Hub. Logisch, klar. Wenn ihr 10 Grad plus habt und ihr habt eine Vorlauftemperatur von 39 Grad, könnt ihr euch das selbst ausrechnen, das ist ein Hub von 29 Grad. Habt ihr draußen minus 10 Grad und ihr habt eine Vorlauftemperatur von, ich sag jetzt mal, 45 Grad, dann sind das 55 Grad Hub. Ja, logisch, da muss die wesentlich stärker arbeiten und dadurch sackt natürlich die Arbeitszahl in den Keller. Ne? Also jetzt aktuell ist sie bei 3,3, das ist eigentlich ein exzellenter Wert für diese alte Bude hier.
Und das funktioniert alles einwandfrei. 1700, 1800 Kilowattstunden erzeugte Energie. Ja gut, die Differenz ist die Energie, die die Wärmepumpe selbst braucht. Ihr seht es hier, 1735 zu 1834. Da gibt's so ein Gap. Und dieser Gap ist wahrscheinlich der Stromverbrauch, den die Anlage selbst verbraucht, ne? Die elektrischen Komponenten, ne? Zack, warte mal. Nee, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin, ne? Ja, genau. So, und es sind jetzt schon August, September, Oktober, November. Es sind also dreieinhalb Monate. Dreieinhalb Monate sind schon um und ich habe in den dreieinhalb, und das ist, davon ist mehr als die Hälfte heizen, 1735 Kilowattstunden. So, und jetzt lass da nochmal 4000 bis Ende März dazukommen. Oder 3000. So, und dann liegen wir, sagen wir mal, bei 5000 oder 5500. Und das müsst ihr dann durch 3,3 teilen. Dann wisst ihr, wie viel Strom ich da reingesteckt habe. Das wäre natürlich der Hammer. Weil Gas habe ich gebraucht, 9500. Und die Anlage ist auf 10.000 gerechnet. 10.000 Kilowattstunden. Just in case. 10.000 Kilowattstunden. Das würde bedeuten, bei einer Jahresarbeitszahl von 3, würde ich 3.000 Kilowattstunden reinstecken müssen, um den Dreh die 10.000 Kilowattstunden zu erreichen. Aber ich brauche die 10.000 Kilowattstunden. Glaube ich gar nicht. Aber müssen wir abwarten, ne? Aber Stand jetzt würde ich sagen, ich brauche sie nicht. Ich komme wahrscheinlich mit 6.000 Kilowattstunden aus. So, und das teilt ihr dann durch 3 oder vielleicht sogar durch 3,3 oder 3,4. Und dann wisst ihr, was die Jahresarbeitszahl ist, wie viel Energie ich da reinstecken muss. Bei 6.000 durch 3 oder 3,3. Durch 3 wären ja nur 2.000 Kilowattstunden. Und jetzt habe ich, wie gesagt, 529 reingesteckt, ne? Also ich hätte dann bei 2.000 Kilowattstunden noch 1.400 Kilowattstunden Luft. Mal schauen, ob ich damit hinkomme. Das wäre der Burner. Das heißt, dann würde ich schon mal grundsätzlich wesentlich weniger Wärmeenergie hier brauchen als beim Gas. Deutlich weniger, 30 oder 40% weniger Wärmeenergie. Und dann auch noch von der Wärmeenergie stammen dann ja auch noch drei Teile sozusagen aus der Umwelt. Ne? Das ist natürlich geil, ne? Das ist natürlich geil. Kostenlos, ne? Also bei 300% Effizienz, ne? Also ich liege jetzt bei 330% Effizienz. Seit dem Einbau hier. Also ist doch gut. Kann man nicht pöbeln. Ne? Können natürlich noch ein bisschen besser sein, aber man darf nicht vergessen, dass die Bude hier ist nicht extra gedämmt. Hier oben ist nichts extra gedämmt, auf dem Spitzboden ist nicht extra gedämmt und ich kriege die Bude warm. Ne? Also das wird echt ein spannendes Thema nachher im Januar. Ne? So, haben wir nochmal ein bisschen ausführlicheren Wärmepumpen-Smalltalk gemacht. Am 9. Dezember können wir das Ganze ja nochmal ein bisschen vertiefen. Da habe ich eine ganze Menge, ihr merkt es schon, eine ganze Menge zu erzählen. Mittlerweile habe ich auch ein bisschen Erfahrung gesammelt und ich bin echt schwer begeistert. Ne? Also dieses Wärmepumpensystem ist echt cool. Ne? Also wunderbar. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so gut läuft. Ne? Aber noch ist nicht alle Tage Abend. Im Januar wissen wir mehr. Also im Januar mache ich Halbzeit. Ne? Also Heizsaison Halbzeit ist dann. Und dann kann ich euch wirklich, dann kann ich schon eine Prognose wagen, wo ich da kostenseitig landen werde im Vergleich zum Gas. Ne? Das wird spannend, mein Lieben. Das wird echt spannend. Gut. Abo habt ihr gemacht. Klingel habt ihr angemacht. Nochmal. Daumen rauf, Daumen runter. Vergesst das bitte nicht. Auch mit dem Abo vergesst das nicht. Und mit der Klingel vergesst das nicht. Und am 9. Dezember ein Livestream. Und im Januar das Wärmepumpe-Spezialvideo. Das wird ein sehr, sehr langes Video. Ich habe den gesamten Einbau hier komplett dokumentiert. Ne? Per Video. Da ist jede Menge Material zusammengekommen, meine lieben Freunde. Und jeden Tag habe ich dann quasi erklärt, was da gerade gelaufen ist und was so in die Hose gegangen ist. Und das wird echt spannend. Und dann kommt eben noch dazu eben die ganzen Optimierungen. Ich werde da auch zeigen, die ganzen Einstellungen von der Wärmepumpe. Meine Einstellungen will ich da zeigen. Also ich werde euch jedes Menü, werde ich euch einblenden. Falls ihr auch so ein System kauft, dann könnt ihr das Ganze versuchen. Wenn ihr Probleme mit eurer Pumpe habt, dann könnt ihr dann gucken, wie hat Perle das eingestellt, ne? Oder was ist bei Perle eingestellt? Wo liegt bei mir unter Umständen der Fehler? Ne? Gut, ansonsten habe ich nichts weiter. Also, ich wünsche euch alles Gute, gehabt euch wohl und wir werden uns in Las Vegas wiedersehen. Beim nächsten Video in Kürze. Also am 9. Dezember. Peace, haut rein und tschüss. Show, was geht ab, Leute? Wisst, was läuft? Perle-Tiefe am Start, Michael droppt den Stopp. Lasst uns loslegen, let's go. Yo, 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 Michael am Mic, Perle-TV am Plan, Las Vegas in Sicht, wir fliegen schon an, zwischen Lichtern und Slots, da geht's ab.
Doch auch Technik und Basteln, ey, das ist mein Job. Von Photovoltaik bis zum DIY. Ich zeig euch, wie's läuft, ich mach euch frei. Sonnenenergie, das ist mein Ding. Mit Perle TV komm ich richtig in Schwung. Perle TV, wir sind ready to fly. Mit Maike im Steuer geht's high. Von Vegas bis Technik, wir packen's an. Perle TV, komm, sei auch du mit dran. In Vegas, Baby, da scheint das Licht. Doch auch Solarzellen kriegen ihr Gewicht. Photovoltaik, ich erklär dir das schnell. Energie für die Zukunft, das wird hell. Technikprojekte, ich bastel für euch. Von Gadgets bis Hacks, das wird echt Deluxe. Mit Schaltkreisen, Lötzinn und Kabeln am Start. Maike zeig's dir, alles nach Maß. Perle TV, wir sind ready to fly. Mit Maike im Steuer geht's high. Von Vegas bis Technik, wir packen's an. Perle TV, komm, sei auch du mit dran. Und wenn du Fun suchst, hey, das ist kein Ding. Bei Perle TV fließt der Spaß wie ein King. Entertainment pur, von Reisen bis Nerdstuff. Maike bringt's, das ist scharf wie ein Buff. Ob du lachst oder staunst, es bleibt nicht still. Ich liefere Content, der haut dich vom Stuhl. Mit Tutorials und Tipps, alles dabei. Spaß und Wissen, bei Perle TV bist du frei. Ob DIY, Basteln oder Technik Deluxe. Entertainment fließt wie ein Spaßreflex. Mit Michael im Flow, da bleibt's nicht grau. Bei Perle TV wird's bunt und genau. Also lehn dich zurück und genieß die Show. Von Vegas bis Solar, das läuft sowieso. Schalte ein und bleib am Ball. Perle TV, hier gibt's alles für den Knall. Perle TV, das ist dein Kanal. Michael bringt Content original. Abonnier und bleib dabei, sei smart. Perle TV, hier startet jede Fahrt. TV. Hier gibt's alles für den Knall. Von Perle TV, das ist dein Kanal. Maike bringt Content original. Abonnier und bleib dabei, sei smart. Perle TV, hier startet jede Fahrt.